Angeblich ein großer Saal. Also ich bin mal gespannt, ob ich hinterher noch Stimme habe. Ich mache nämlich zwei Lesungen hintereinander. Ah, krass. Und es sind jeweils so 50 bis, keine Ahnung, gefühlte 100 Kinder oder so. Nee, es sind keine 100 Kinder, aber es sind, ich glaube, einmal 46 und einmal fast 60 Kinder im Saal. Also in einem sehr, Okay. sehr großen Saal. Okay. Und das machen die ernsthaft? Also irgendwie, hä? Ja, aber sind die bescheuert? Das ist Schleswig-Holstein. Ach so, ach nicht in Hamburg, okay. Nee, ist nicht in Hamburg. Okay. Nein, nein, in Hamburg. In Hamburg, ja, in Hamburg Ah. wird frühestens nach den Maiferien. Herr Tschentscher hat das hier unter Kontrolle, da passiert gar nichts. Wir haben auch immer noch Wir sind Ausgangssperre. online, wir sind online. Gut zu wissen. Aber ja, aber vielleicht ist ja der Ton auch schon wieder scheiße und es Nee, der versteht Ton ist gut, keiner. der Ton ist gut. Okay. Mist. Der Ton ist gut. Der Ton ist gut. Oh, crazy. Genau. Mal gucken, wie lange. Ja, hoffentlich. Das war eben auch gerade gut. Aber wenn wir, ja, okay, wir jetzt sind Bild und Ton. Ja, danke, Vorgabe. Hoffentlich bleibt es Ja. auch so. Aber vielen, vielen, ihr seid echt so toll, dass ihr noch da seid. Ja. Also. Ja, die sind ganz toll. Die sind wirklich ganz toll. Ja, genau. Also morgen Lesung mit Dugong ohne Maske, ich aber mit Maske und ich hoffe, ich kriege ein Mikro, weil durch eine Maske vor 50 Kindern zu sprechen ist, wird hart. Aber genau, Hansa Blau, fünf Leute, die das machen. Mein erster Verlag für Kinderbücher, da sind zwei Verleger, ein Vertrieb, ein ich glaube, die sind auch so fünf, sechs, sieben, also unter 10, glaube ich, unter 10 Leute, auch relativ klein und ganz toll. Aber ich finde, die kleinen Verlage sind auch die sympathischen. Oh, Marius, total gut, danke. Ja, danke schön. Ich glaube, ich mag den. Ja, das ist gut, sehr gut. Ja, also jetzt ist es cool. Ja, und die Kleinen, also sind so super engagierte Leute halt, ne? Mega, mega. Also ja, fand ich auch. Also ich habe mich sehr aufgehoben gefühlt bei dem Verlag. Also auch immer noch. Und dadurch, dass sie natürlich dann auch nicht so viele Bücher haben, sind sie dann natürlich auch sehr engagiert für ihre Bücher und legen sich da auch voll ins Zeug. Und ja, ist richtig gut. Ja, alleine, was du jetzt an Auftritten hast. Sie ist berühmt. Ja, sie wird jetzt langsam total berühmt. Nee, nee, ich glaube, das ist jetzt wieder gut. Warte ab, warte ab. Das war erst der Anfang. Es war erst der Anfang. Nee, nee, reicht auch jetzt, würde ich Echt? sagen. Ja, ich finde es Ja, ein du bisschen warst, anstrengend. das glaube ich. Ja, ey, stell dir mal vor, ich meine, du warst letztens in dieser, ich hätte fast gesagt, RTL Samstagnacht, aber nein, es war Frauen. Das wäre interessant Das wäre witzig, ne? gewesen. Ja, aber die, nein, das war es nicht. Also ich wollte, NDR Talkshow. danke, das war es, die NDR Talkshow, die auch mitten in der Nacht stattfindet, was mich dazu gezwungen hat, mit zitterndem Herzen und einem Dugong, der mir ständig reingerannt ist ins Bild, da zu sitzen und vor letzte Woche Freitag mir das anzugucken. Und weißt du, was ich ein bisschen enttäuschend fand am Anfang? Was denn? Ich habe ja von Anfang an geguckt und dann kam dein Foto. Du wirst als zweite vorgestellt und dann Dr. Julia Schnitzer kommt später. Das hat Enttäuschung hervorgerufen. Oh. Ich wollte dich doch die ganze Zeit schon beobachten. Wir waren ganz heiß auf Beobachtung. Ja, Ja. sie war die Schönste in der ganzen Sendung und die Klügste. Und die anderen hätte man gar nicht gebraucht. Biggest Fan. Ja, ich fand es auch blöd, dass ich erst später rein durfte. Ja, sie haben tatsächlich, irgendwie haben sie die Auflage, dass sie nur 8 Leute oder so gleichzeitig in der Sendung sein dürfen. Und deswegen musste ich dann quasi ausgetauscht werden. Weil das war, glaube ich, noch der Leiter vom Impfzentrum in Hamburg oder so da. Und er ist dann Ja. raus und ich kam dann auf seinen Platz. Natürlich, vorher wurde noch alles desinfiziert und so. Und dann Ah, durfte ich auf ja. seinen Platz. Du Ja. hast den Leiter vom. Die Wissenschaftler haben sich Da siehst du den. mal den Stellenwert der Ja, Wissenschaft ich in den wollte gerade. Medien. Ja, Ja. also ich wollte gerade sagen, was ist denn das für ein. Also bitte, ja, der Uwe Ochsenknecht und die Doris Dörrie, die sich schon aus dem Kindergarten quasi kennen.
die sitzen da seit Jahrzehnten in irgendwelchen Talkshows rum und die haben das quasi eingesessen. Die haben da ihre festen Sitzplätze wahrscheinlich, die stehen nicht mehr auf, die bleiben da gleich sitzen für die nächsten Monate. Und die Wissenschaftler müssen aufstehen und sagen, ja, hallo, ich habe eine neue Erkenntnis. Oder ja, bei uns läuft es jetzt so und so. Und dann, ja, vielen Dank, das reicht. Der nächste bitte. Was sagt denn Herr Ochsenknecht dazu? Ich möchte nicht Opa genannt werden. Ach, das war der mit dem Opa, der kein Opa sein möchte. Das war der Mann mit den wenigen Haaren. Ja, ja. Der ein bisschen aussieht wie ein... Der sieht aus wie ein Opa? Das hast du jetzt gesagt. Ja. Weil ich weiß auch gar nicht, was ein Opa ist. Ist ein Opa sowas, haben Quallen Opas? Haben Quallen Opas? Theoretisch ja, na klar. Ach so, er ist eine Qualle. Nein, vielleicht wäre er gerne eine Qualle. Warum? Da gibt es doch eine Qualle, die nicht altert. Ja. Die wird ja nie zum Opa. Ach so. Also ist Uwe Ochsenknecht am liebsten eine Qualle. Das hat er nicht gesagt. Nein, nein, das hat er nicht gesagt. Mal ganz kurz hier. Moin Olaf, du hast überhaupt nichts verpasst, weil wir hatten bis jetzt technische Probleme. Wir hoffen, dass es jetzt gut läuft. Und Fockaffe, Dankeschön. Das rote Sofa, das habe ich mir auch angeguckt. Ich habe mir nämlich alles, alles angeguckt. Natürlich. Und ich habe es mir aber online angeguckt und dann waren die ganzen Sachen rausgeschnitten. Also du bist quasi, wenn man sich, da hast du es dir später nochmal online angeguckt? Nee, ich habe tatsächlich beides noch gar nicht online angeguckt. Ja, Julia, wie soll ich denn mit dir über deine Auftritte reden, wenn du die selber gar nicht mehr im Kopf hast? Ja doch, ich weiß ja noch, was gefragt wurde, aber ich habe es mir selber nicht angeguckt. Ich finde das selber, ich weiß nicht, Iga, kennst du das? Ich finde, das sich so selber angucken ist nicht so einfach. Das ist echt immer ganz schön. Ja, kommt weird. Drauf an. Mhm. Deswegen, ich finde aber, du, also, nicht angeguckt. Julia, also, ich gucke das sehr gerne an. Ich finde, vor allem 3 nach 9, da wirst du ja demnächst dann bestimmt eingeladen. Ich kriege auch alle Shows durcheinander. Du warst in der Zwischenzeit Mrs. Celebrity-Status, bevor das Buch rauskam, die wissenschaftliche, qualifizierte Frau zum Thema Arktis bei, bei 1, 2 oder 3. Nein, also, Gletscher. Die Gletscherfachfrau, genau. Die Gletscherfachfrau? Ja, Wissenschaftler können nämlich alles. Tja, Alter, klar, man Gletscher. Easy. Kaltes Wasser quasi. Gefrorenes Wasser gar. Ja. Ja, wer weiß es nicht. Ach so. Ja, und das habe ich geguckt natürlich. Und dann ging es, das Aspekte habe ich mir kurz angeguckt. Das fand ich super witzig. Einfach weil... Mit dem Krankenwagen? Ja, weil ich das so nett geschnitten fand. Ja. Also es war halt wenig interaktiv, weil sie dich ja eigentlich nur zusammengeschnitten haben, wie du geredet hast. Also es gab ja den Gesprächspartner in dem Sinne nicht in dem Beitrag. Was ich schade finde, weil ich finde eigentlich immer sehr nett, wenn man so diese Interaktion auch irgendwie mitkriegt. Aber du hast es alles rausgerissen mit deinem Lachanfall, als ihr wieder akustisch gestört worden seid. Ja, ja, das war geil bei dem Dreh, weil wir saßen da draußen auf einem Café-Kneipenschiff in Berlin. Ich habe jetzt leider den Namen vergessen. Marius, vielleicht fällt dir der eine in den Chat schreiben. Nee, nicht das Badeschiff, das heißt irgendwie Captain irgendwas. Ist in der Nähe vom Zoologischen Garten, vielleicht... total süßes Schiff, das liegt super schön, so im Grün, also es ist wirklich total schön. Und wir saßen da oben draußen und es war permanent, wir wollten drehen und permanent, da war irgendwo hinten eine Baustelle und dann kam die ganze Zeit so ein LKW und es war die ganze Zeit und wir haben so gewartet und dann war irgendwie so, ah, jetzt ist Ruhe, reden und dann kam halt die es war unmöglich. Das, für den Kontext, für die Leute, es ging, der Beitrag ging eigentlich um Stille. Es ging darum, dass unter Wasser still ist und so. Und deswegen war es halt so witzig, dass die ganze Zeit so ein Lärm war. Ja. Es ist doch gar nicht still unter Wasser. Ja, der Fachmann spricht. Exakt.
für uns Menschen ist es in der Regel still unter Wasser. Und zwar, weil wir die Frequenzen, in denen sich die Tiere unter Wasser unterhalten, nicht hören können. Und deswegen ist es für uns ziemlich still. Außer, es ist halt so ein Motorboot oder so unterwegs. Da wird es nämlich laut. Und halt auch für die Tiere, ne? Genau. Und dann in dem Beitrag ging es eben auch um zum einen, wie man quasi Stille finden kann oder tauchen und das total wird und voll beruhigen. Und niemand kann einen voll quatschen. Das ist auch eine schöne Sache. Aber es ist auch um Lärmbelästigung im Meer. Und das ist eben den Tieren total schade. Also das ist ganz schön eigentlich. Ja, weil ich habe, wo habe ich das denn gesehen? Es gibt irgendeinen Taucher, der unter Wasser streamt und eine Maske auf hat, sprechen kann. Also. Ja, das stimmt. Das gibt was, wo du sprechen kannst und dann so verbinden und sowas. Das ist für mich eine Horrorvorstellung. Also, ich meine, einerseits ist es irgendwie cool, wenn du auch mal unter Wasser reden kannst. Aber kann auch echt cool. Mhm. Also, und dass dich niemand, also es gibt auch tatsächlich, es gibt trotzdem Leute, die einen unter. Krass, du kannst mich immer noch nerven, obwohl wir unter Wasser sind. ja, aber in der Regel finde ich eigentlich, dass das einfach alle mal die Klappe halten und das haben, finde ich halt auch ziemlich geil und auch sehr entspannt. Und da ist man echt so für sich und das ist schon auch mal cool. Ja, schön, dass du redest. Olaf hat eine Tonstörung mit dir. Haben das alle oder hat es nur Olaf? Ja, das haben garantiert alle. Ja, fuck it, ey. Und es war sehr schön, es ging es ging ja um Geräusche. Wir reden von Geräuschen und Tonstörungen und Ruhe und auch keine Ruhe. Und ist denn mein Ton besser oder ist es Olaf? Hilfe. Also auf jeden Fall kann ich ja mal sagen, vielen Dank, dass ihr da seid und auch immer noch da seid. Ihr netten Menschen da draußen. Wir versuchen unser Möglichstes, dass man uns hören und sehen kann. Und wir selber fokussieren jetzt schon nur noch aufs Hören. Oh, als Olafs Kommentar kam, war es wieder gut. Ja, das ist toll. Das ist gut. Also wir haben nur leichte Störungen. Was ich sehr interessant fand, ist, dass du gesagt hast, dass es ein Beitrag zum Thema Stille war. Das habe ich überhaupt nicht rausgehört. Aus dem Akte. Oh Gott, man darf mich echt nicht Fernsehsendung. Ich schmeiß alles durcheinander. Es war Aspekte. Aspekte. Genau. Wie sind die auf dich gekommen? Kriegst du die ganzen Anfragen über einen Verlag oder? Ja, meine Pressefrau ist extrem engagiert und hat gute Kontakte. Ich möchte auch was für Hansa Blau machen und so eine Pressefrau haben. Ja, die ist der Hammer, ey. Also, oh, geil. Ja, die ballert raus, die hat gute Kontakte und cool. Genau. Alles für die Wissenschaft. Ja. Mit Aspekte, da hatte sie mich irgendwie angerufen, war irgendwie so, ja, Aspekte und die machen eine Sendung mit Stille. Und da habe ich gedacht, vielleicht mehr Stille, was kannst du mir dazu erzählen? Und dann habe ich irgendwie erzählt und sie so, ja, ich glaube, das reicht, ich schreibe das mal auf und schicke das denen. Und dann, gut. Genau. Und dann waren die irgendwie so, ah ja, das ist doch auch. Das passt doch auch gut rein. Ja, sehr cool. Und das hast du in so einem Marathon dann gemacht. Was war denn noch in Berlin? Warst du einfach gerade zufällig in Berlin und das hat dann gepasst oder warst du extra wegen was anderem eh schon in Berlin? Nee, ich bin deswegen nach Berlin gefahren für den Dreh. Und dann wurde das gleich noch kombiniert mit, dann war ich noch im Deutschlandfunk und habe da noch ein Radiointerview gemacht und dann haben sich noch die ganzen Bremer Kanäle quasi in das Deutschlandfunkstudio reingeschaltet und dann habe ich, glaube ich, noch so 4 so kurze Live-Interviews noch gemacht. So hintereinander, da saß ich dann so ganz alleine eine Stunde in so einer riesigen Halle im Deutschlandfunk, in der Eingangshalle, mit so einer kleinen, quasi so einer kleinen Studiokabine, saß ich dann da so eine Stunde lang und irgendwie so alle 10 Minuten hat sich immer wieder irgend so ein anderer Radiosender eingeschaltet und war so, hallo, jemand da? Und ich so, ja. Und dann irgendwie so, ah, hi. Ja. Und was daran richtig witzig war, war, dass die Sender so gewechselt haben. Also da hast du plötzlich von Kultur auf den Jugendsender geschaltet und dann musstest du deine Sprache ändern. Ja, und dann warst du gerade noch so in Kultur und hast irgendwie so bla 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 und dann irgendwie so, dann kamen die Nächsten und war so, ja, wir sind hier ein Jugendsender und dann musst du ein bisschen so reden und dann bist du dann plötzlich irgendwie so, ja, im Meer tauchen ist voll krasser Shit und bla 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 was und dann nächster Sender wechselst du wieder auf
auf irgendwie Kultursprache, das war ein bisschen witzig. Ja, sehr cool. Aber ja. Nee, aber jetzt ist erstmal ein bisschen Ruhe und. Ja, warte ab, bis deine Hansa-Blau-Pressefrau auf die nächste Idee kommt. Mal schauen. Wait for it. Mal schauen. Aber ja, wollen wir mal ein bisschen übers Buch quatschen, oder? Ja, voll gern. Ich meine, wir machen ja nichts anderes. Im Prinzip, wir sind behind the scenes. Ja, was ich sagen wollte, was mich jetzt in dieser Buchwelt so überrascht hat, war, dass ich jetzt so ein bisschen mitbekommen habe, wie viele Leute es auch so in Social Media gibt, die total gerne Bücher lesen und sich die neuesten Bücher holen und die dann über die schreiben und dies und das und so. Und das ist quasi so eine Bücher-Fan-Welt da draußen gibt, die mir nicht bekannt war. Das fand ich ganz interessant. Das ist mega interessant. Ich finde, ich bin, was das betrifft, habe ich dir natürlich schon ein paar Jahre voraus. Mhm. Aus der beruflichen Beziehung, weil ich habe Verlagskauffrau mal gelernt und war auch bei Griff und Unser, das ist ein Ratgeberverlag in München, zum Austausch. Und das waren damals Kochbücher, aber es war so ein Einblick. Und habe ja viel in Verlagen gearbeitet, allerdings nicht in Buchverlagen, sondern jetzt dann für Buchverlage. Und ich finde das immer ganz toll. Also ich bin so eine Leseratte und ich war schon ganz früh auch auf den Buchmessen. Und das ist eine krasse Welt. Also was ich voll schade finde für dich, ist, dass es jetzt gerade keine Buchmesse gibt, weil das einfach so eine tolle Atmosphäre ist mit so netten Leuten. Also so Büchermenschen sind so ein ganz eigener Schlag Menschen. Und das wirst du bestimmt auch noch kennenlernen, wenn du dann normale Lesungen irgendwann machen kannst. Nicht die digitalen, da merkt man schon, dass die Leute super nett sind. Aber diese Atmosphäre mit Menschen in einem Raum zu sein und denen was zu erzählen und zu zeigen, ist natürlich nochmal grandioser. Und vor allem, wenn du geile Buchhändler hast. Also da gibt es echt ein paar mega, mega tolle Buchhändler. Die leben Bücher, die haben so ein Herz für Bücher. Es ist einfach, ich mache das so gerne. Und es ist gerade ein bisschen saure Gurkenzeit, was das betrifft. Mhm. Voll schade. Aber so cool, dass ihr bei Hansa Blau diese Pressefrau hat, die dir ja auch Real-Life-Interaktion ermöglicht, sozusagen. Ja. Wo du. Das stimmt. Ich muss noch einmal kurz zum Ton zurückkommen, weil ich habe diese NDR-Talkshow gesehen und ich dachte so, Julia, der Tonmann wird dich hassen. Hat der vorher? Du hattest so eine Kette um und die ist immer auf dein Mikro geknallt. Okay, ja. Und der hat das vermutlich, der saß wahrscheinlich ganz gestresst da an seinem Regler und hat immer versucht, das auszugleichen und das runterzuregeln und so. Also hat er dir das noch, hat das keiner gecheckt vorher? Doch, war doch, das doch, Hektik, doch. Oder? Nee, doch, doch. Aber sie meinten dann irgendwie so, naja, das klappt schon und so. Aber ich habe dann, letzten Freitag habe ich die Kette ausgezogen. Ja, oder einfach unter die Sachen. Du musst halt, wenn du was Hohes kriegst und das da drunter machst, ist ja auch nicht schlimm. Ja. Aber da habe ich so gedacht, boah, ey, alter Schwede. Was ich voll spannend fand, jetzt mal inhaltlich zum Buch, nicht die Medientour, das können wir ja immer wieder streifen, aber inhaltlich zum Buch. Hast du alle Illustrationen selber gemacht? Ja. Hast du auch die Weltkarte selber gezeichnet? Ja. The fuck? Ja, ihr habt die halt abgezeichnet, ne? Ja. Ich habe es trotzdem selber vermessen. Dann hättest du doch mal Afrika in der richtigen Größe zeichnen können. Kennst du das? Es gibt so, dass unsere Weltkarten einfach komplett falsch skaliert sind, sozusagen. Ja, das ist diese Mercator-Projektion. Ja, also das beim nächsten. Das wünsche ich mir für die nächste Auflage, dass Afrika auch in echt groß ist und nicht diese Fake News zum Thema Afrika und Kontinentsgrößen. Olaf fragt gerade, kann man dein Buch schon als Hörbuch vorbestellen? Gibt es das als Hörbuch? Wirst du es selber einsprechen? Nee, es gibt es noch nicht als Hörbuch. Das soll aber als Hörbuch rauskommen, allerdings bei Audible. Das heißt, es ist dann auch nur bei Audible verfügbar, sind aber die Verträge noch nicht fertig. Und ich werde es aber nicht selber einsprechen. Also vielleicht das Vorwort lesen, aber nicht selber einsprechen. Ich weiß allerdings nicht, ob das Buch wirklich so ein gutes Hörbuch ist. Also ich glaube, es funktioniert wahrscheinlich besser, wenn man es liest, ehrlich gesagt. Aber wenn man auf Hörbücher steht,
Ja, gibt es das hoffentlich bald auf Audible. Wenn man keinen Audible-Account hat und trotzdem das Buch hören will, das sind ja immer Accounts, ich glaube, es sind 9,90 Euro im Monat oder 10 Euro im Monat, aber man kann das auch monatlich kündigen. Also wenn man jetzt dann sagen will, ich will das eine Hörbuch hören, dann kann man den auch mal für einen Monat machen und dann wieder kündigen. Ja, aber ich weiß, also wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob es so gut funktioniert als Hörbuch. Also ja. Ja, man muss sich halt bei wissenschaftlichen Sachen ein bisschen mehr konzentrieren, als wenn es eine Geschichte ist, ne? Ja, genau. Man muss halt, ja genau, ich glaube, man muss besser zuhören. Und da habe ich letztens mit jemandem drüber diskutiert, man muss halt auch anders schreiben. Also ich mache ja auch ab und zu Radio für den Deutschlandfunk, für Kindersendungen. Und damit man Dinge versteht, muss man fürs Hören schreiben. Die Illustrationen sind natürlich auch schwierig zu sehen. Genau, das ist so ein bisschen der Punkt. Allerdings, also es gibt halt so, ich weiß nicht, so 2-3 Illustrationen, wo ich glaube, dass sie wirklich dem Verständnis helfen vom Text. Der Rest ist nicht so wichtig. Also da sind eher halt Tiere, also eigentlich hauptsächlich Tiere drauf, damit man eine Vorstellung hat, wie die ausschauen. Aber die kann man halt auch einfach googeln. Also es ist genau. Deswegen, also die Illustrationen sind nicht zwingend notwendig. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Audible-Leute da ja auch Erfahrung haben und das dann umschreiben. Also ja, genau, das denke ich halt, auch. Man schreibt halt, das ist ja bei, ich habe letztes Jahr diesen Trolls-Film, diesen, ist es Pixar oder so? Diese Trolls World Tour, so ein Kinder-Animationsfilm. Den habe ich auch umgeschrieben für Hörbuch. Und da muss man dann einfach Dinge noch dazugeben oder was verkürzen und den Sinn anders verarbeiten, damit man das besser verstehen kann, wenn man es nur hört. Aber das kann man machen. Also ich gehe davon aus, dass sie dann dein Buch auf Hörversion umtrimmen. Also ja, genau, das denke ich auch. Und dann, wie gesagt, also ich lese es nicht. Also dann würde es auch ein professioneller Sprecher lesen und ich glaube, dann versteht man das auch ganz gut. Hey, das ist tatsächlich ein krasser Unterschied. Also im Sinne von Sprecher und Sprecherausbildung, was das ausmacht, wenn jemand was liest und diese professionelle Betonung da drauf hat. Also weil man so unterschiedlich betonen kann und auch unterschiedliche Varianten in der Stimme haben kann. Das ist gut, wenn das ein professioneller macht. Ja. So, das kann man selber nicht. Das ist ein eigener Beruf einfach. Ja. Ja. Ich glaube auch. Ich habe ein paar Fragen aufgeschrieben zu deinem Buch, auf die du natürlich nicht vorbereitet bist. ich habe ein Gedankenexperiment-Frage für dich. Oh Gott, ja. Ja, ich weiß. Ja, weil das Problem ist, ey, Julia, ich habe hier drei, ich dachte, ich habe viel aufgeschrieben, weil ich letzte Woche damit angefangen habe, aber ich habe halt so 3 Seiten so in so einem kleinen Heftchen hier gemacht. Und das Doofe ist, das, was ich letzte Woche gemacht habe, kann ich ja selber schon wieder nicht verstehen. Da habe ich zwar die Seitenzahlen dran, aber ich muss jetzt diese Seite lesen, um zu verstehen, was ich da fragen wollte. Also, du kannst mir vielleicht mal die Frage sonst sagen. Vielleicht ich habe eine ganz, guck mal hier, eine ganz einfache Frage. Hattest du Kunst-LK zum Thema Illustration? Wie bist du darauf gekommen, die Illustration selber zu machen? Nee, ich hatte keinen Kunst-LK, aber ich habe tatsächlich mal drüber nachgedacht, aber eigentlich war ich nicht so gut im Malen und Zeichnen. Ich habe immer total, total gern gemalt, also in der Schule, ich habe auch mal richtig viel so Graffitis gemalt und sowas, aber ich wurde nie so gut, wie ich sein wollte und dann habe ich irgendwann frustriert aufgehört mit dem Zeichnen, weil ich einfach nicht auf das Level kam, wo ich gern gewesen wäre. Nee, dass ich die Illustration gemacht habe, das ist so ein Plan, der nach hinten losging, ja, also... ich habe zum Beispiel auch viele Künstler in meinem Freundeskreis, die auch richtig cool zeichnen und so. Und ich hätte halt total gern gehabt, dass das Buch Illustrationen hat, weil ich halt finde, weil ich rede viel über irgendwelche Tiere, die kein Arsch kennt. Und wenn ich sowas lese, dann will ich das sofort wissen und dann muss ich das immer googeln, um zu wissen, wie das aussieht. Und dann finde ich halt cool, wenn ich da irgendwie eine Zeichnung oder irgendwas habe, dass ich zumindest eine Idee habe, wie das ausschaut. Und dann habe ich für ein Kapitel Illustrationen gemacht, weil ich dem Verlag zeigen wollte, was das für ein Mehrwert ist, wenn da Illustrationen wären. Mit der Hoffnung, dass sie dann einen Illustrator engagieren, der die Illustration macht. Und dann habe ich die gemacht und dann habe ich das geschickt und dann hat man Lektoren gesagt, irgendwie so, das mit den Illustrationen, das ist ja eine total tolle Idee und die schauen ja total toll aus. Ich wusste ja gar nicht, dass du so gut zeichnen kannst. Illustrier das doch. Ich wette, sie haben dir kein extra Geld dafür gegeben.
Nee, ja, das ist, Ja, das war quasi der Schuss nach hinten los. Naja, es ist ein bisschen, ja, es ist Schuss nach hinten los im Sinne von keiner, der es professionell und gut machen könnte, im Sinne von jemand anders hat auch nochmal was davon und würde damit Geld verdienen. Aber es ist schon cool, dass die Illustrationen da drin sind und ich finde die auch sehr gut. Also, du hättest Geld dafür nehmen müssen, eigentlich. Das, ja. das gehört sich so, dass man Next diese. Ja, also ich meine, also der Vorteil ist mir aufgefallen, so ein bisschen, wenn man es selber macht, also weil dann letztendlich sind es doch ziemlich viele Illustrationen geworden. Ich glaube, es sind irgendwie 50 oder so. Dass, wenn du das halt selber machst, dann kannst du es halt einfach machen. Also, weißt du, so, du hast dann nicht dieses, du hast dann jemanden, dann musst du dem erklären, was du da eigentlich willst, dann versteht er das nicht richtig, dann schickt er dir was, dann bist du nicht so ganz zufrieden, dann sagst du nicht so, weißt du, so dieses Hin und Her, was ja auch mega viel Zeit frisst. Ja. Also, wenn, je nachdem, mit wem du arbeitest, ne, wenn du jetzt jemanden hast, der immer eigentlich irgendwie auf deiner Wellenlänge ist und man ist sich immer einig und man versteht sich voll und der macht genau das, was du willst oder so, dann ist das gut, aber das ist ja oft nicht immer der Fall. Und es hätte ja dann auch sein können, dass sie mir natürlich einfach irgendeinen Illustrator geben, der mir dann vielleicht auch gar nicht gefällt oder so, ne? Also, also deswegen, genau. Habe ich es jetzt selber illustriert. Also ich bin sehr zufrieden mit deinen Illustrationen. Ja, aber sie sind schon okay. Ja, die sind sehr gut. Ja. Also ich finde die total super. Sehr, sehr, sehr gut gelaufen mit den Illus. Und deswegen habe ich mich eben gefragt, ob du Kunst-LK hattest oder so. Und ich erinnere mich nämlich daran, dass Reini von Methodisch Inkorrekt, der hat ja auch ein Buch gemacht. Und das habe ich hier auch. Das, ja, ihr könnt vergleichen. Ja, warte, ich gucke, aber ich muss mal ganz kurz, ich hole mir das auch mal. Na, obwohl, ja, das ich kann es auch bei dir gucken. Ja, genau. Ja, der hat die Rein. Auch selber. Er hat sie auch selber gezeichnet. Der hat die alle selber gezeichnet. Und ich war bei dem Buchprojekt, damals haben wir relativ häufig telefoniert auch, als er da dran gehüsert hat. Und das war schon aufwendig, die ganzen Illus zu machen. Ja, ich meine, ich hatte, also bei mir war natürlich auch noch das Glück, dass ich hatte mir halt echt vorher ein iPad gekauft mit einem Stift. Ja, clever. Und also zufällig, das hatte damit gar nichts zu tun. Und da hatte ich halt eh schon gerade die ganze Zeit Spaß mit dem Malen auf dem iPad und habe mich da voll ausgetobt. Und, und der Punkt ist, wenn du halt dann auf dem iPad malen kannst, dann ist das alles schon digital und so. Ja. Dann ist das halt voll easy, wenn du das irgendwie mit der Hand malst und dann weißt du gar nicht, wie du das digitalisieren kannst und so. Ja. Das ist halt echt nochmal eine andere Sache. Fockaffe mag am liebsten den Schwellhai. Kompliment für deinen Schwellhai. Danke. Ja, das ist auch tatsächlich eins meiner Lieblingszeichnungen. Also ich finde auch, dass der Schwellhai ist echt schön geworden. Das ist sehr schön. Der Schwellhai. Ja. Dazu kann ich dir noch sagen, ich habe mir du hast nicht den, du findest, also ich bin ja mehr so der Wortetyp. Und ich habe deswegen mir aufgeschrieben, was mein Lieblingswort aus diesem Buch ist. Oh, da bin ich gespannt. Ja, Seite 242. Warte kurz, ich habe hier gerade den Schwellhai. Oh ja. Oh ja, der war sehr, sehr gut. Also der ist sehr, ist ein angeschwollener Schwellhai. Es ist nicht ein normaler, es ist einer, der sich vollgepumpt hat. Genau, der hat sich schon... Es ist quasi der Arnold Schwarzenegger unter den Haien. Okay, sorry, welche Seite? Mach nichts. Da ist Baby-Riesenviren. Du hast das Wort Baby-Riesenviren erfunden. Das finde ich sehr geil. Die Babyriesenviren, ja. Ja, das Wort zerging mir auf der Zunge. Babyriesenviren, was hat sie denn da für ein Wort erfunden? Geil. Aber ich habe auch tatsächlich der Schwellhai, also ich glaube tatsächlich auch, also ich konnte zumindest im Internet nichts finden, dass sowohl hier die diese Scheuhaie, ich glaube, die haben noch nicht wirklich deutsche Namen. Also ich konnte die deutschen Namen davon nicht finden und habe da tatsächlich die englischen Namen übersetzen müssen. Also der dunkle Katzenhai oder Scheukatzenhai zum Beispiel, also weil ich keine deutschen, oder der Pyjama-Hai, also der heißt im Englischen auch Pyjama-Hai oder auch gestreifter Katzenhai, weil er auf Afrikaans heißt er irgendwie gestriebt Katzhai oder sowas und ich habe das halt einfach übersetzt. Weil ich keine deutschen Namen dafür finden konnte. Das finde ich super. Ja, es gibt und es gibt noch andere Beispiele da drin, die mir nicht einfallen, aber ich hatte ein paar Mal das Problem, dass ich Wörter erfinden musste und dann war ich auch sehr ein bisschen irgendwie so, was mache ich jetzt? Und dann ist mir aufgefallen,
ich schreibe ja dieses Buch und wenn ich jetzt ein Wort erfinden will, dann kann ich das auch einfach machen. Ja, und das muss ich mir immer selber wieder ein bisschen klar machen, dass ich, dass man die Power hat, in seinem Buch einfach ein Wort zu erfinden und wie Baby, Baby-Riesenviren. Ja, Baby-Riesenviren, mein Lieblingswort. Nee, Riesen-Baby-Viren. Nee, du hast Baby-Riesenviren. Baby, ja, genau, was sind ja Riesenviren? Ja, genau. Genau, ja, ja. Das ist einfach sehr, fand ich super. Und ich glaube, ich werde das auch übernehmen, dann einfach ein paar. Du kannst mir dann später nochmal sagen, was so coole, also ich habe mir eine Liste gemacht von Tieren, weil, da hatte ich, das hatte ich dir ja schon erzählt, ich mache manchmal so Kinder, ich schreibe halt so für Kindersachen und ich habe gerade so Kartenratespiele über Tiere gemacht, wovon ja das eine Kartenratespiel immer noch auf der Ever Given im Suezkanal rumhängt, weil dieses Schiff für knapp eine Milliarde jetzt freigekauft werden muss. Und es wird aber demnächst ein neues Kartenspiel geben. Also vielleicht erscheint das Kartenspiel, was ich jetzt dann schreibe, bevor das Kartenspiel aus dem Suezkanal jemals die deutsche Küste erreicht. Also das, was festhängt, sind Waldtiere, aber ich darf jetzt Meer- und Strandtiere machen. Und da habe ich mit der Lektorin schon gesprochen. Ich darf das hier auch schon sagen. Das ist nämlich so eine Sache, wie man mit Buchverlagen, wie geheim die Projekte sind. Das ist wenn man ein Buch macht, ich weiß nicht, hattest du irgendwelche Auflagen, dass du Sachen nicht sagen durftest oder so? Nö. Das ist gut, sehr gut. Also zumindest hat mich niemand darüber informiert. Ja, das kann halt auch mal heikel werden, weil es gibt Titelanmeldungen im Börsenblatt. Das Börsenblatt ist die Fachzeitschrift des Buchhandels. Und wenn du jetzt einen besonderen tollen Titel nutzen möchtest, ist so wie eine Anmeldung für einen Namen oder so. Mhm. Dann wird das veröffentlicht im Börsenblatt und sobald du diese Titelanmeldung hast, ist es dein Titel, dann darf kein anderer mehr ein Buch oder je nachdem, wofür du es angemeldet hast, das nicht mehr machen. Mhm. Olaf, ich beantworte das gleich. Und das heißt, dass man manchmal über Projekte nicht reden darf in einigen Formen, aber ich darf jetzt darüber reden, über dieses Meerestier- und Strandding. Und das bedeutet, um diesen Gedanken zu Ende zu denken, die Tiernamen, die du erfunden hast, die kann ich auch direkt in dieses Kartenspiel übernehmen. Wir können quasi... Wir etablieren einfach ein paar. Sehr gut. Und die anderen müssen nachziehen. Die anderen müssen, das ist Populärwissenschaft, was wir hier etablieren, populärwissenschaftliche Heilnamen und so. Da muss ich nochmal nachgucken, was da so geht. Du kannst mir gerne was sagen. Und es ist auch feuerfrei, auch mit dem Lektorat abgesprochen. Ich kann dann zwar für nichts garantieren, aber das Kartenspiel basiert auf der Theorie, ich beschreibe etwas merkwürdig ein Tier. Und es gibt dazu Hinweise aus der Illustration. Und dann gibt es natürlich die Auflösung, was für ein Tier jetzt gemeint war. Das bedeutet, der Name von den Tieren muss möglichst plakativ funktionieren. Also so ein Pyjama-Hai ist ganz cool, weil man das gut illustrieren kann in witzig, als Hinweis auf das Tier, selbst wenn man Pyjama-Hai nicht kennt und aufgrund der Beschreibung da noch nicht draufkommt, dann kann man das über die Illustration lösen. Und wenn ihr da draußen Meerestiere oder Strandtiere habt, die dürfen auch international sein, aber Fokus ist natürlich auf unseren heimischen Tieren, dann könnt ihr gerne Vorschläge einreichen und ich gucke dann, ob ich die mit in dieses Kartenspiel reinnehmen kann. Und jetzt den Bogen zu Olaf und deiner Frage, nämlich musst du dich eigentlich an den Kosten für die Ever Given beteiligen? Ich persönlich auf keinen Fall, weil das der Verlag machen muss. Das ist der Moses Verlag, der ist verantwortlich für diese Fracht, die er da auf dieses Schiff raufgetan hat. Aber ich weiß auch nicht, wie die das machen müssen, ob die das über den, also wer da jetzt am Ende was zahlt. Aber ich habe gelesen, aber ich bin da jetzt auch nicht total bewandert, dass es ein altes Seerecht gibt. Das ist, glaube ich, nämlich auch die Frage, wie Olaf da drauf kommt. In diesem alten Seerecht ist verbrieft, dass die Leute, die ihre Fracht auf ein Schiff packen, mitverantwortlich sind, wenn ein Unfall oder eine Havarie oder so passiert, um das wieder auszulösen. Das heißt, du zahlst deinem Reeder Geld, damit der das irgendwo hintransportiert. Aber wenn jetzt irgendetwas passiert auf dem Weg und das kostet nochmal extra Geld und das ist unverschuldet von dem mehr oder weniger, keine Ahnung, wo da die Grenzen sind,
dann beteiligst du dich automatisch auch an dem Problem nochmal extra finanziell. Ja, so. Und ich glaube, das ist der Hintergrund der Frage, was das für Konsequenzen hat. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe schon länger nicht mehr nachgefragt im Verlag. Ich weiß nur aus der aktuellen Presse, dass das Ding immer noch festhängt und dass die ja fast 1 Milliarde wollen, 900 Millionen Euro oder so, damit das Schiff freigekauft ist. Und dass auch die Händler, also Lidl zum Beispiel, die haben ja jetzt gerade letzte Woche Sachen nicht ausliefern können von ihren Dingen, die sie außerhalb der Lebensmittel verkaufen. Ja, das Kram auf dem Schiff, also auf der Ever Given. Und deswegen ist das Zeug zwar im Katalog von Lidl, aber nicht im Laden von Lidl. That's the shit. Genau. Ja, wahrscheinlich, ja. Weiß ich nicht, bei euren Kartenspielen lohnt es wahrscheinlich, die nochmal zu drucken und zu schicken, als die auszulösen, oder? Aber keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das juristisch ist, aber ich weiß, dass es Leute aus, ich weiß nicht, ob das jetzt die Verlagsbranche war, aber mir ist so im Dunkel im Hinterkopf, dass tatsächlich Leute jetzt einfach nachbestellt oder nachgedruckt haben, Dinge, die da drauf sind, die eigentlich schon lange in den Läden sein sollten. Also das Kartenspiel sollte im März in den Läden sein. Das ist jetzt seit 2 Monaten über. Es gibt extrem viele Vorbestellungen für diese Waldtiere, wundersame Tierwelt-Wald-Kartenspiel-Dings. Mhm. Und das kann man nicht kaufen. Also no way. Ich kann damit kein Geld verdienen. Ja, scheiße. Der Verlag kann damit kein Geld verdienen. Ist ein bisschen blöd. Aber genau, vielleicht wird das Ganze dann von selbst erfundenen Meerestieren. Also die Tiere gibt es, aber die Namen etablieren wir jetzt. Überholt. Ja, aber ja, das kommt erst nächstes Jahr. Aber das heißt, hier nochmal, um quasi das klar zu machen, ja. Alle Leute hier aus dem Stream, ihr könnt Tiere vorschlagen für Inga, für ihr Kartenspiel. Ja. Wenn ihr irgendwelche Lieblingsmeerestiere habt. Ja. Die könnt ihr gerne vorschlagen. Und der Trick ist, dass die Namen haben sollten, die gut zu illustrieren sind. Das ist jetzt vielleicht, schreibt einfach die Namen und dann kann man das ja sehen, ob das gut um die Ecke gedacht illustrierbar ist. Ich habe nämlich hier leider kein Beispiel hier zu Hause von super organisiert. Ich habe ein Atelier, in dem ich arbeite und da sind die ganzen Insektenkartenspiele, die gibt es schon zu kaufen. Die waren nicht auf der Evergiven. Tada! um das nachvollziehen zu können, wie das funktioniert. Aber kann ich da mal am nächsten Mal in die Kamera halten, damit ihr versteht, was ich meine. Aber immer her mit den Meerestieren. Meeres- und Strandtiere. Ich habe schon den Quastenflosser und den Hundshai. Und warte mal, ich kann mal gucken, ob ich das gerade noch offen habe. Ich habe nämlich das Tolle bei diesem Ding, Pfeilschwanzkrebs, roter Knurrhahn, kann man nämlich richtig gut illustrieren. Und lebt auch in der Nordsee, der rote Knurrhahn. Und ich möchte jetzt als nächstes das kurzschnäuzige Seepferdchen machen. Das gibt es nämlich auch vereinzelt in der Nordsee. Das ist angewiesen auf Seegraswiesen und macht wohl ein Klickgeräusch, was mich zu der ersten Idee eines Anfangstextes mit Klick und Friss statt Klick und Collect. Naja, mal gucken, vielleicht ändere ich das noch. Ja, mache. Aber zurück zu deinem Buch. Ich habe mir hier auch schon eine Liste von Tieren rausgeschrieben, die ich eventuell mitmachen möchte. Ah, cool. Du hast ein Gedankenexperiment in deinem Buch. Und zwar auf Seite 101, 102, falls du selber wissen willst, von was ich spreche. Und da ging es um die Tiersprachforschung. Und ich fand's, ich habe das so gelesen und ich hatte noch nicht zu Ende gelesen. Und da hast du nämlich davon gesprochen, dass wir halt nicht wissen können, wie die Tiere kommunizieren und dass es ja vielleicht Arten gibt, die wir einfach nicht checken, ja? Wir können ja auch einfach zu blöd sein für deren Sprache. Und ich habe mich so gefragt, ob man da nicht ein Gedankenexperiment draus machen könnte. Das geht natürlich nur aufgrund unserer bisherigen Erfahrung. Das ist immer das Problem, dass wir nur auf uns, das kommt dann später ja auch bei deinen den Guppies und so, die visuellen visuelle Illusionen entweder verstehen oder nicht verstehen, weil das halt in ihrer Welt nicht vorkommt. Aber kann man da nicht mal so überlegen, was denn die Delfine vielleicht für eine Sprache haben könnten? Habe ich mich so gefragt. Ja, also das Ding ist genau, da schreibe ich ja auch kurz drin, dass das eben auch manche Wissenschaftler
gibt, die denken, dass die eben auch so eine Bildsprache, also mit ihrem Echolot auch, eine Bildsprache benutzen können, eventuell. Was halt nicht so ganz klar ist. Also das Ding ist, also auch gerade mit dieser Delfinsprache, dass wir halt auch wieder heutzutage ganz andere Möglichkeiten haben als vor 50 Jahren und ganz anders messen können. Ganz kurz, Inga meint, ich habe da so ein kleines Gedankenexperiment gemacht, also wie ein Delfin uns wahrnehmen würde in unserem Alltag und ob der Delfin überhaupt die Arten verstehen würden, wie wir kommunizieren, weil wir natürlich eigentlich als Menschen mit Sprache kommunizieren und vielleicht auch mit Körpersprache und Mimik, aber halt mittlerweile eben auch übers Internet, mit E-Mails und wir natürlich auch eine Schriftsprache haben und so. Und dass es natürlich schwer ist für einen Delfin, zum Beispiel auch sowas wie Schriftsprache zu verstehen, wenn er das selber nicht kennt aus seiner Welt. Und dass wir als Menschen eben vielleicht auch das Problem haben, dass wir bei Delfinen halt immer nur auf die Laute hören, weil für uns Kommunikation halt Sprache ist hauptsächlich. Und es ja doch den Eindruck macht, dass Delfine eben auch so eine Sprache benutzen, aber es wird eben auch vermutet, dass sie auch auch wirklich mit Körpersprache arbeiten, also dass sie durch Springen und Flossenschlagen auf dem Wasser und so eben auch kommunizieren und dass sie eben vielleicht auch Echolot benutzen zum Kommunizieren. Und das sind natürlich so Sachen, die wir jetzt, wo man dann vermuten kann, aber da müssen wir auch irgendwie Instrumente entwickeln, um das verstehen zu können und um das entziffern zu können. Und interessant finde ich auch, dass wir haben halt diese Wesen auf unserem Planeten, mit denen wir auch trotzdem über eine Art kommunizieren können. Also weil wir können denen ja auch Zeichensprache beibringen und so. Also wir haben ja eine Art und Weise, zumindest simpel mit Delfinen zu kommunizieren. Aber trotzdem können wir das noch nicht. Aber andererseits ist irgendwie immer so dieses, wir fliegen ins All und wenn wir Aliens sehen, dann können wir mit denen reden. So, nee, Mann, wir können nicht mehr mit den Delfinen reden. Ja. Wieso denken wir können mit Aliens reden? Ich wäre viel mehr dafür, dass die Delfine uns was beibringen können. Vielleicht sind wir auch gar nicht offen genug dafür, wenn wir in so ein Delfin-Bootcamp kommen würden. Also vielleicht versuchen die das ja auch, ne? Und wir verstehen es einfach nicht. Ja, genau, das war ja dieses, dieses Ding mit Lilly, dass er ja, also Lilly war so der erste Delfinsprachenforscher in den 60er Jahren, hat er angefangen und der hatte Delfine zum Training da und dann haben die festgestellt, dass die über ihr Blasloch, also was ja eigentlich die Nase des Delfins ist, dass die versuchen, menschliche Geräusche nachzumachen. Und deswegen hat er versucht, Delfinen die menschliche Sprache beizubringen, anstatt zu versuchen, die Sprache der Delfine irgendwie zu verstehen. Ne? Also das ist jetzt der heutige Ansatz, dass man jetzt versucht, in der ihrer Sprache mit ihnen zu kommunizieren. Genau, aber das ist halt auch so wieder so ein bisschen dieses so straight menschliche, ne? Ja. Du sprichst jetzt meine Sprache. Ja, das ist total dumm. Auch irgendwie. Es ist halt so ignorant gegenüber anderen. Vielleicht sollten Menschen, also ich habe mir dann so gedacht, vielleicht ist ja auch, die Delfine, die springen ja auch viel, ne? Mhm. Und jetzt ist auch wieder nur ein menschlicher Ansatz, weil ich ja nur weiß, was ich so interpretieren kann. Aber vielleicht müsste man auch gucken, wie oft die springen in einem, also die können ja so eine Art Morse delfinisch. Ne? Je nachdem, wie oft du springst oder wie links oder rechts du mit der Flosse bist. Du kennst diese komischen Jetpacks, oder? Man könnte ja so als Mensch auch mal so eine Flosse sich da dran und dann auch mal springen und gucken, ob die Delfine da drauf anspringen. Ich weiß, ich glaube, die Delfine sind schlau genug. Also sie checken, dass du ein Mensch bist. Ich glaube, es ist ziemlich schwierig. Also deswegen haben wir eben diese, also ich meine, zum einen ist halt eben das Ding, es gibt ja immer noch heutzutage Delfine in Gefangenschaft, mit denen wird auch geforscht und so, aber es ist halt uncool, Delfine einzusperren. Und deswegen gibt es eben jetzt auch einige Forscher, die versuchen, mit wilden Delfinen zu arbeiten. Und das ist natürlich um einiges schwieriger. Und genau, deswegen haben sie diese Ansätze mit so Übersetzungsmaschinen und so, wo dann Delfine Knöpfe drücken können und sowas. Das ist alles schon ganz schön abgefahren. Aber ich bin gespannt. Also ja, ich bin also jetzt gerade so mit dem KI und mit diesen Algorithmen und so, die fangen gerade erst an, in der Delfinforschung damit zu arbeiten. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das da vielleicht doch einen Schub geben könnte. Also gerade wenn Google sich jetzt da irgendwie für interessiert und so, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass sich da vielleicht was tut in einiger Zeit. Ja. Aber es wäre ganz schön abgefahren. Stell dir mal vor,
irgendwie so in 2 Jahren kommt die Meldung, oh, wir haben jetzt hier ein Übersetzungsgerät und können mit Delfinen reden, so wie mit so Google Translate oder sowas. Ja, Delfin Translate. Ja, das wäre ganz schön krass. Oder Guppy Translate. Ich meine, es müssen ja nicht Delfine unbedingt sein. Es gibt ja noch viel mehr. Stell dir das vor. Das stimmt, aber ich weiß nicht, ob andere Tiere so eine Art von Kommunikation schon drauf haben. Also ich glaube, das wissen wir ja nicht. Ja, nee, das wissen wir nicht. Aber wahrscheinlich hast du, um quasi so einen Diskurs zu führen, glaube ich, ist so Delfine und Wale sind da, glaube ich, die besseren Partner als ein Guppy. Ja gut, ich hatte nur an Guppy als Buchhalter gedacht oder so. Weißt du, weil die ja gut zählen können, manche von denen. Ja. Ich finde Buchhaltung halt blöd und wenn dann so ein Guppy gut zählen kann, dann kann er das ja vielleicht übernehmen. Aber doch nur so bis 5, Inge. Man ist immerhin, aber... Das reicht ja für Wissenschaftler und Künstler da sein. 5 reicht. Take 5. 5 ist Trümpf, sagte schon Rolf in den 90ern. Die komische gelbe Hand mit den Postleitzahlen. Gut, kennt hier keiner mehr. Egal. Fockaffe schreibt... Der Anhalter durch die Galaxis gab es 2 Lebewesen auf der Erde, die klüger waren als die Menschen. Das eine waren die Delfine, das andere waren die Mäuse, die Tests gemacht haben mit den Menschen. genau. Ich hab mir im Buch tatsächlich das Thanks for all the fish Zitat gespart. Ich hatte es am Ende drin. Ich habe es mir dann gespart. Och, komm, warum hast du nicht? Du musst ein nächstes Buch machen. Weil es doch zu offensichtlich war. Aber nicht für alle. Orcas und künstliche Intelligenz, kennst du da Forschungsprojekte? Nee. Also ich meine, ich weiß eben, bei Delfinen gibt es das schon auch, aber wie gesagt, also soweit ich weiß, ist jetzt noch kein, also das funktioniert und es ist schon auf dem Weg, aber wir sind jetzt noch nicht bei, wir können hier was entziffern und so. Und es gab halt auch bei dieser Delfin-Forschung, also mit dieser Echolot-Sprache, da gab es auch schon Paper, wo sie so gesagt haben, sie können das entziffern und sie können quasi so, was der Delfin da ausgibt, so nachmalen und dann hast du so ungefähr das Bild, was er da sieht. Aber das ist ein ziemlich umstrittenes Paper und so, das ist alles so ein bisschen fragwürdig. Also deswegen mal gucken. Mal gucken, was ist da. Also ich glaube, es lohnt sich, das im Auge zu behalten, so die nächsten Jahre, ob da doch noch was Spannendes passiert. Ja, und bei Orcas und KI, das weiß ich, das nee, Interessante, weiß ich jetzt nicht. Nee, da weiß ich auch nicht so. Ich habe doch vor 2 Monaten oder so ganz viel Orca-Recherche betrieben, aber das ist mir, hallo Guerillaschi, ist mir nicht untergekommen. Aber ich habe natürlich auch nicht in die Richtung recherchiert. Ich weiß ja nur von den Orcas, die abgehauen sind. Nee, genau, also ich auch nicht, weil ich habe mich da im Buch auf die Delfine konzentriert und da gab es schon genug Material zum Durcharbeiten. Ja, ne, du hattest bestimmt mega Berge oder so und ich stelle mir auch vor, dass du ganz viel auch aussortiert hast dann wieder. Ach so, ja, die Quellen, die hinten drin sind, das ist nicht alles, was ich gelesen habe. Also weil bei den Quellen habe ich dann auch mich so auf die Wesentlichen konzentriert, die ich hinten reingemacht habe, weil sonst wäre das Buch halt doppelt so dick geworden und es kostet ja auch Geld, das zu drucken. Und ich glaube, da wäre mir der Verlag auf den Deckel gestiegen, wenn ich da plötzlich mit 200 Seiten Quellen angekommen wäre. Ich habe das bei meinem ersten Kinderbuch gemacht und durchgekriegt mit den, das war ja auch ein kleiner Verlag mit einem richtig tollen Verleger. Mhm. Und da sind tatsächlich die Quellenangaben dran und das ist über eine Seite, aber mini, mini, mini klein gedruckt. Mhm. Und es ist ein Kinderbuch. Also ich fand das halt auch mal wichtig zu zeigen, wo da die Forschung... Voll, nee, habe ich ja auch drin, aber ich habe halt dann eben, was du so bei einer wissenschaftlichen Arbeit hättest du dann für eine Aussage, hättest du dann keine Ahnung, 5 oder 10 Paper. Ja. Und das habe ich dann nicht, sondern da habe ich halt ein Paper. Klar. So, weißt du, so, und nicht die 5 anderen, die ich noch gelesen habe, die das auch sagen oder sowas. Ja. Genau. Hattest du denn da irgendwie eine Schreibstrategie? Also... Okay, nö. Strategie, was ist das? Nein. Nö, ich habe Zeug gelesen und dann habe ich alles in meinem Kopf und dann kotze ich das so aus. Also so, dann setze ich mich hin und dann schreibe ich wie so ein Wahnsinniger irgendwie 20 Seiten runter oder so. Und dann
Und dann mache ich das so schön. Und dann habe ich auch manchmal so Ideen drin, wo ich gar nicht weiß, ob das wirklich sicher stimmt, weil ich da mal sowas gehört habe. Und dann recherchiere ich das und dann merke ich so, oh scheiße, das stimmt gar nicht. Ja. Damn it. Das muss wieder raus. Oder dann merke ich irgendwas so, wo irgendwie so, ah, was ist eigentlich da? Und das ist ja auch noch interessant. Und dann recherchiert man da halt noch und dann geht man da noch das Rabbit Hole runter und findet da irgendwie noch interessante Sachen, die man noch einbauen kann. Ja, so ein bisschen so. Also so, dass erstmal so die Main Story wird erstmal so runtergeballert und dann, und dann arbeitest du so an den Kleinigkeiten und findest dann auf dem Weg halt auch noch manchmal Geschichten, die noch gut reinpassen. Hattest du denn Vorgaben von wie viel Kapitel oder wie viele Seiten du machen musst? Ich hatte nur eine Mindestseitenzahl. Mhm. Genau, aber das war's. Aber ich hatte dann hatte ich einen Abgabetermin. Ja. So, sonst wäre es noch mehr geworden. Aber ja. Nämlich zum Beispiel die Oktopusse haben es nicht reingeschafft. Das wundert mich. Ja, ich habe sie nicht mehr geschafft. Ich habe sie so ein bisschen nach hinten verschoben, weil es so, ich wollte noch so ein Thema, auf das ich mich freue, hinten dran haben. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich es nicht mehr packe zeitlich. Deswegen haben es die nicht reingeschafft. Aber das könnte ja ein total guter Aufhänger für ein nur über Oktopusse-Buch sein. Nee, da gibt es schon ganz coole. Ja, aber keins von dir. Ja, aber wenn es schon schöne Bücher gibt, dann muss man ja nicht neue schreiben. Ein kleines Kinderbuch über einen Oktopus? Ja, vielleicht ein Kinderbuch, das ist okay. Siehst du? Wir kommen der Sache näher. hast du viele Outtakes gehabt? Also so, wo du Ansätze gehabt hast für irgendwie eine Geschichte und dann gemerkt hast, lieber raus. Also ich kenne das so von meinen Sachen, dass ich dann irgendwie manchmal so Sachen habe, die kommen dann am Ende gar nicht mehr rein. So, weil ich die dann doch aus irgendwelchen Gründen wieder rausschmeiße. Ja, also nicht geschrieben. Also ich hatte so ein paar Themen, die ich anfangs, weil ich hatte halt auch so ein kleines Exposé für einen Verlag gemacht, ne? Und da hatte ich irgendwie schon so eine Themenliste. Da sind einige von den Themen, die damals gelistet waren, sind dann nicht reingekommen. Also weil ich gemerkt habe, weil so ein paar Themen waren dann auch eher so ein bisschen so physikalisch und sowas und auch mehr ozeanografisch. Und dann habe ich halt irgendwie gemerkt, so naja, ich bin halt auch Biologin und die meisten Themen sind biologisch. Und dann habe ich mich irgendwie darauf beschränkt, eigentlich bei biologischen Themen zu bleiben. Und dann habe ich andere Themen rausgekickt, die dann eigentlich hauptsächlich irgendwie so physikalisch waren und so, wo es dann so um dichte Unterschiede im Wasser ging und so ein Zeug. Also so unter Wasserwellen zum Beispiel und sowas. Und habe die dann rausgekickt. Ja, macht auch irgendwie Sinn. Und es war dir aber keiner böse im Verlag. Nee, also die haben mir eh mega freie Hand gelassen. Also das war... Sehr das gut. War irgendwie kein Problem. Also ich habe das so ein bisschen begründet, aber es war irgendwie kein Problem. Und ja. Ja, das ist super. Du hast ja speziell im Delfin- und Hai-Bereich viel geschrieben, aber du hast da ein paar Sachen drüber geschrieben. Hast du bei den ganzen Sachen, über die du da geschrieben hast, auch mal mitgemacht? Also so Messung und ich habe mich das auch gefragt, bei den Haialterbestimmungen, wo man die dann röntgen muss, die Fische, gibt es das auf Forschungsschiffen, dass die da irgendwie so ein Hai noch röntgen, um das Alter zu bestimmen? Oder sind es immer tote Haie, die altersbestimmt werden? Das sind in der Regel tote Haie, also je nachdem, wie du es bestimmst. Nee, habe ich selber nicht mitgemacht. Warte mal ganz kurz. Ja, ich warte gerne und trinke noch einen Schluck norddeutsches Bier. Kommen jetzt die Sachen, die du bei das dabei hattest. Also du hast nichts gehört, ne? Sind das Sachen, die du bei das dabei gehabt hattest? Tisch voll. Ja, genau. Ganz genau. Ich habe hier so ein... Ja. Das ist auch quasi, den habe ich auch abgemalt im Buch. Das ist so ein Haiwirbel und da kann man halt so ein bisschen diese Jahresringe sehen, aber das ist halt, der wurde am Strand gefunden und das heißt, der ist einfach schon vom Wasser alles ganz abgeschmirgelt, dass die nur noch ganz schwer zu erkennen sind. Ich habe das tatsächlich nie gemacht, das mit dem Altersmessen.
Und du musst die Haie töten. Also wir hatten einmal, als ich da in Südafrika war, haben wir einmal einen Hai gefangen, der so markiert war, wo klar war, dass dieses Fluoreszenzmittel ihm gespritzt war. Und mein Kollege meinte dann auch irgendwie so, er meinte irgendwie so, nee, ich will jetzt gar nicht gucken, wie alt der ist, weil natürlich musst du eine Zeit lang warten. Der muss ja erst ein paar Jahre alt sein, dass es dann auch Sinn macht, den zu töten. Mm. Und der war auch so, und ich will ihn nicht töten. Schnell wieder rein, habe ich gesehen. Und ich war auch so, werf ihn schnell rein. Ja. Wir haben ihn nicht gesehen. Genau, du musst ihn dafür töten, das ist halt scheiße. Aber das ist halt leider in der Biologie manchmal so, dass du da nicht drum herum kommst. Also das Problem ist natürlich auch, dass halt nicht jede Bestimmungsmethode überall geht. Also gerade die mit diesem Fluoreszenzmittel, die ist halt relativ einfach. Das heißt, das können halt viele Leute auf der ganzen Welt machen, auch mit irgendwie kleinen Laboren und irgendwie so eine Radiokarbonmethode. Das kannst du halt nicht überall machen. Also das ist auch oft die Problematik an der Sache, dass du dann halt nicht diese Technik oder so hast und dass du dann irgendwie die simplere Methode nehmen musst und die ist halt dann eben manchmal auch damit verbunden, dass du das Tier umbringen musst. Und das ist, genau, das ist halt nicht schön, hat halt keiner Bock drauf. Also das ist auch, das ist der Vorteil daran, wenn man Mikrobiologe ist, dann muss man irgendwie nur Bakterien oder Viren töten, das interessiert niemanden. Ja. ja, da, weil eigentlich, und auch in der Haiforschung hat, glaube ich, echt niemand eigentlich Bock drauf, die zu töten. Und ich muss das Gott sei Dank nicht machen. Bin ich auch sehr froh. Das beruhigt mich. Wobei der Dugong wahrscheinlich total dafür wäre, die alle. Aber egal. Ich habe mit voller Freude festgestellt, dass Indien ein Vorreiter zu sein scheint bei den Rechten für Tiere und der Conservatory-Aktion. Es ist hier gerade ein Haiwirbel abgefallen. Du hast hier so den Tisch lang gerollt. Ja, das hörte sich so an. Ja, die haben Rechte für Wale und Delfine, hast du geschrieben? Mhm. Für Kühe wissen wir das. Und ich habe letztes Mal über Seegurken gesprochen. Die haben auch ein Naturschutzgebiet für Seegurken. Also, da müsste man mal... Ich würde sagen, sie schützen die Meerestiere besser als die Frauen oder andere Menschen. Aber... Oh, ganz dünnes Eis, ganz dünnes Eis. Aber ja, ich habe da auch in den Tagesnachrichten oft mal in den letzten Jahren was zu gesehen, ja. Mhm. Ja, Kühe sind heilig, Frauen nicht. Ja, nee, aber ja, tatsächlich, in Indien gelten Wale und Delfine als Personen. Also nicht als Menschen, aber als Personen, als Individuen und haben deswegen Recht auf Freiheit und man darf sie nicht einsperren. Und das ist gut. Ja, und ich war auch tatsächlich geschockt darüber, das war mir nicht klar, dass es in Deutschland noch Delfinarien gibt und dass es in Deutschland eingesperrte Delfine gibt. Das war mir davor nicht bewusst. Also und ich war auch echt ein bisschen geschockt. Weißt du, wo die sind? Ja, in Nürnberg und was war denn der zweite Ort? Im Norden oder im Süden? Ich glaube, der zweite war auch im Süden. Hm. Ja, okay, ist egal. Ja. Also ich habe das als Kind auch noch in den 80ern in Soltau, im Heidepark Soltau, gab es auch ein Delfinarium. Echt? Im Heidepark war ein Delfinarium? Ja. Ich war als Kind auch im Heidepark, aber ich kann mich nicht dran erinnern. Ja, ich kann mich daran erinnern. Mhm. Ich wollte da nämlich auch immer hin. Und es gab auch eine Krokodilschau. Es gab, da hat einer einmal mit einem Krokodil rumgehangen. Und das war in der Nähe von Wumbo. Ich habe da sogar noch so eine... Ja, Wumbo, ja. Ja, Wumbo, der Bär. Also für alle, die jetzt nicht im Norden von Deutschland unterwegs sind, das ist sowas wie Phantasialand, aber mit weniger Fantasie und mehr Heidelandschaft. Also deswegen Heidepark. Ja, ja, und die hatten mehrere Delfine im Delfinarium. Ich glaube, die hatten sogar Seelöwen auch. Also die hatten. Ich habe so eine dunkle Erinnerung an diese Zeichen mit den Delfinen. Ja, Das war weiter hinten im Park. Es war ein beiges Gebäude und es hatte ganz große Fenster und die großen Fenster, man konnte es auch draußen, man konnte drin in so eine feuchtwarme Atmosphäre rein und auf Rängen sitzen, so wie im Schwimmbad und dann haben da vorne die Seelöwen und die Delfine irgendeinen Quatsch machen müssen
Und man konnte aber auch, wenn man nicht reingegangen ist, durch diese Scheiben gucken und sich die Nase platt drücken. Und die Scheiben sind über die Jahre immer stumpfer geworden, wahrscheinlich auch vom Chlor drin. Und ja, es war wirklich eklig irgendwann. Abgesehen davon, dass es natürlich uncool ist. Aber das wusste man, glaube ich, in den 80ern auch noch nicht so stark. Ja. Also ganz kurz, Duisburg und Nürnberg sind die zwei Dinger. Ich habe es kurz gegoogelt. Ich war als Kind auch mal in SeaWorld, auch so mit hier Orca und so und Delfinen. Ja. Da war ich so 10 oder sowas, aber ich muss sagen, ich fand es halt auch, also ich meine, weil mir das natürlich auch so nicht bewusst war, aber ich fand es mega geil. Also so, weil so Delfine echt sehen, so hautnah und so ein Orca, also ich war schon als Kind echt mega fasziniert, also es ist auch so immer noch in meinem Kopf, obwohl ich so klein war, weil mich das so mega krass beeindruckt hat. Ja, Aber ja, trotzdem nicht cool. Aber als Kind hat man es auch irgendwie, weiß man das auch nicht als, so. Als Kind weißt du das nicht so und da ist dir das nicht so klar. Und ich meine, natürlich in so einem Aquarium erzählen sie dir ja auch nicht so, hier, das sind die Orcas oder Delfine, die haben eigentlich so Familien und wir haben sie jetzt davon getrennt und jetzt sind sie hier und weinen eigentlich die ganze Zeit und wir haben einfach so verschiedene, aus verschiedenen Gruppen welche zusammengeworfen, die können sich eigentlich nicht mal miteinander verständigen. Sie mögen sich nicht. Ja, das ist auch nicht so cool. Und der eine Orca versucht immer seinen Trainer umzubringen, weil er so unglücklich ist. Und Delfine haben sich gestern auch bei uns selber umgebracht, weil sie so unglücklich sind. Ja, das wird einem nicht erzählt als Kind. Aber ja, hast du die Doku Blackfish gesehen? Nee. Ja, okay, die ist, also wenn du mal Zeit hast. Ging es um die Orca, um Free Willy und so, ne? Ja, genau, da ging es um Orcas, um Orcas in Gefangenschaft, genau. Ja. Ja, ist eine gute Doku. Also ist krass, sehr interessant. Ja, es erinnert mich daran. Also Olaf wurde als Kind mit bei einer Show von einem Delfin mit einem Schlauchboot gezogen. Olaf, ich muss sagen, ich wäre sehr neidisch gewesen. Das gab es in Soltau auch, glaube ich, diesen Teil, dass man als Kind mit einem Schlauchboot gezogen wird. Ich wette, ich wollte das auch. Auf jeden Fall. Ich kann mich dunkel daran erinnern. Ich kann dir absolut versichern, dass alle Kinder um dich rum neidisch auf dich waren. Ja, also mein inneres Kind ist auf jeden Fall, kann heute Nacht wahrscheinlich schlafen. So, na alten. Aber ich kann sagen, ja, ich hatte einmal das schöne Erlebnis, dass ich mit Delfinen schnorcheln durfte in der Wildnis und die Delfine haben mit mir Fußball gespielt. Also sie hatten so ein Blatt und sie haben immer das Blatt so sich so gegenseitig hin und her geschossen und dann ab und zu kamen sie so zu mir und haben mir auch mal das Blatt gegeben. Ah, oh, nett. Ja. Und ich habe dann so wie so ich dann auch immer so versucht habe, das Blatt so zu schießen und das ist halt, ne, ich meine, ihr kennt das, wenn man irgendwas unter Wasser stößt, das ist so, geht so irgendwie so ein Stückchen vor und die Delfine konnten das halt so richtig cool schießen, so, dass dieses Blatt so geschossen ist. Und ja, ich habe da sehr erbärmlich abgeschnitten, aber trotzdem haben sie ab und zu es mir doch gegeben und waren irgendwie so, versuch doch nochmal. Nee, okay. Merke, Delfine sind netter als Menschenkinder, weil ich kann mich daran erinnern, dass es diese doofen Spiele gab, wo einer in der Mitte steht und den Ball, den die anderen sich zuwerfen, Das stimmt, Inga, aber wer weiß, vielleicht haben sie es mir auch gegeben, weil sie waren so, ey, gib's nochmal der, ey, die macht das so, das schaut so witzig aus, wenn sie so wie so ein Loser das Ding, und dann habe ich das gemacht, und dann haben sie vielleicht alle innerlich einfach gelacht und mich ausgelacht die ganze Zeit. Wer weiß. Stimmt. Hättest du ihre Flossensprache gesprochen, hättest du es sehen können, eventuell. Vielleicht waren sie nett und wollten inklusiv sein, weil ich hatte nämlich keine, ich bin so im Frosch-Ding geschwommen, also weißt du, so mit so Frosch-Style, weil ich hatte keine Flossen. Das ist so nicht elegant oder so. Vielleicht hatten sie Mitleid mit mir. Ja. Aber vielleicht haben sie sich auch einfach über mich lustig gemacht. Wer weiß. Vielleicht wollen sie mit dir Reha-Sport machen. Ja. Alle Delfine auf der ganzen Welt wissen das jetzt, dass es da die Frau gibt, die mit dem Blatt nicht spielen kann. Ja. Einfach. Schon ein bisschen tragisch. Kann nichts. Ja. Ja. Das ist okay. Ich möchte dir ein Lob aussprechen, dass du im Bereich, wo du über Plastik gesprochen hast, geschrieben hast, das ist in etwa auf Seite 109, ich habe alle Zitate hier, du musst es nicht angucken, das ist keine Frage dazu, okay. Du musst mir jetzt nicht ganz schlimm, so wie andere Leute dich bestimmt schon gefragt haben, wieso ist es einmal die Plastikmenge eine andere, zwei Seiten
davor ist es, es gibt doch verschiedene Plastikmengen, die du da hast in dem Buch. Das ist doch falsch. Das wollte ich dich nicht fragen. Das ist auch nicht falsch. Das sind unterschiedliche Zählungen von Dingen. Aber was ich sagen wollte, du hast festgestellt, dass man Dinge in Katzen als Größe, als realistische Größe umrechnen kann in Katzen. Ja. Und aber das finde ich super. Inga, erinnerst du dich nicht? Wo ist nicht da? Woran soll ich mich erinnern? Ja, jetzt find ich so nicht die großartige Postkarte. Damit. Die hatten wir, also die Katzenzählung, die hatte ich in der Ausstellung gemacht, weißt du noch, als wir in Berlin waren, da hatte ich doch diese Postkarten, diese Edgar-Postkarten, die so umsonst in den Kneipen waren, und da hatte ich schon die Katzenrechnung gemacht. Ich habe sie dann quasi wiederverwertet im Buch. Ja, das ist clever. Ja, aber ich suche gerade die Karte, weil die Postkarte ist groß. Ja, ich möchte die sehr gerne sehen. Mhm. Ich kann dir sagen, warum ich das gut fand. Mhm. Weil ich nämlich auch in diesem einen Kinderbuch, von dem ich heute schon mehrfach gesprochen habe, auch Katzen als Größenordnung genommen habe. Weil Katzen im Vergleich zu Hunden halt meistens relativ gleich groß sind. 69 Katzen pro Sekunde. Genau, das waren so, ne, diese Karten, die man in Kneipen findet. Und es war die Werbung für unsere Ausstellung, weil da muss man ja irgendwie... Katzen gehen immer, das weiß jeder, und du willst ja irgendwas irgendwie catchy plakativ auf der Karte, ja genau, wo die Leute denken, hä, was, und in die Hand nehmen und dann hinten lesen. Ja. Genau. Das ist wirklich, ich kann mich an die Karte nicht erinnern, aber ich habe mich wieder erinnert. Wir hatten ja verschiedene. Ja. Ich habe einfach gedacht, ja, cool, Katzen als Einheit ist auch bei mir etabliert, weil ich das immer als Größenverhältnis verwendet habe, nicht als Volumen, aber als Größe. Ja, man kann sie für alles nehmen. Ja, und sie sind sehr gut vorstellbar und sie sind eben auch von den Größenverhältnissen einfacher zu handhaben als Hunde, weil die Katzenrassen nicht so krasse Größenunterschiede, also die Standard-Hauskatze, die kennt jeder. Stimmt. So. Ja, genau. Das bezieht sich auch auf eine Standard-Hauskatze. Ja, das habe ich mir gedacht. Nicht eine Maine Coon. Oder so ein kleiner Panther oder so. Hast du, abgesehen von der Recherche, die du gemacht hast, auch Kollegen angesprochen zu bestimmten Dingen? Hast du auch mal irgendwann Fragen gehabt, die du dir selber nicht erklären konntest und hast dann irgendjemanden nachgefragt? Also ich habe tatsächlich so ein paar Leute mal angeschrieben, aber ich habe tatsächlich von den meisten Leuten keine Antworten gekriegt. Oh. Vielleicht auch, weil die wahrscheinlich auch so pressemäßig vielleicht viele Anfragen kriegen. Weißt du, weil die dann so ein bisschen im Feld irgendwie eine Größe sind oder sowas. Da habe ich keine Antworten bekommen. Aber zum Beispiel die nette Frau, die diese Forschung gemacht hat über... wie Horrorfilme uns als Erwachsene noch beeinflussen, also mit der Weiße Hai und so, die hat mir ganz viel, weil da habe ich irgendwie an ein Paper kam ich nicht ran und da habe ich ihr geschrieben und dann hat sie mir ganz viel Zeug geschickt. Dann hat sie mir noch extra noch irgendwie Sachen aus dem Buch eingescannt und so und hat mir das alles geschickt. Das war total süß. Die Meeresinsektenforscher, das sind glaube ich auch einfach nur weltweit 5 Leute oder so. Ja, und die habe ich auch schon mal angeschrieben. Okay. Ja, und ich habe da auch einen angeschrieben, dann habe ich festgestellt, irgendwann, dass er tot ist, schon seit 5 Jahren. Was? Ja, einer von denen. Ich hatte ihn irgendwie über ResearchGate oder so angeschrieben und kam keine Antworten. Oh. Dann hatte ich irgendwas gegoogelt und dann habe ich irgendwie so eine Todesanzeigen-Nachricht dann gesehen und war so, oh, okay, ich glaube, der antwortet mir nicht mehr. Shit. Ja, aber, nee, genau, aber sonst hatte ich eigentlich auch in der Regel, also, weiß ich nicht, konnte ich mir dann die Sachen selber klären. Also wenn, dann hatte ich eher so Probleme, dass ich an bestimmte Sachen nicht rangekommen bin oder so. Hm. Mal. Aber. Ja, das ist interessant, weil ich habe das auch schon öfter gemacht, Kollegen anzuschreiben. Und ich habe es meistens einfach direkt aus die E-Mails aus den Papern genommen. Das war immer ziemlich einfach und die meisten, weil ich ja über Kinder, also für Kinder Sachen mache, ist es vielleicht auch ein krasserer Türöffner, dann zu sagen, hier, ich brauche unbedingt eine Erklärung dafür oder hast du ein Foto von, weil ich war mir zum Thema Insektenforscher,
der zirkadiane Rhythmus von den Zugmücken. Mhm. Da wollte ich einen Fotovergleich noch machen und Abgleich, ob ich jetzt dieses richtige Foto von der richtigen Art habe, mhm. weil das illustriert werden musste. Mhm. Und da hat der Typ auch erst nicht geantwortet. Dann dachte ich auch so, naja, scheiße, es gibt halt von diesen ollen Zugmücken in etwa 2 Fotos ja. im Internet. ja. Und ja, ich muss es halt wissen, sonst muss ich dieses Tier wieder rausnehmen. Mhm. Und dann habe ich den angerufen. Dann hat er sofort, oh, es tut mir so leid, ich bin so überfordert hier mit den ganzen, also nicht überfordert, aber der hatte zu viel auch zu tun. Ja. Hat es aber auch sofort dann beantwortet und mir noch irgendwie ein extra Foto geschickt und so. Mhm. Und also ich glaube, das ist, wenn du Kinderbuch reinschreibst in den Titel, dann ja. ich brauche für ein Kinderbuch, das ist voll der Opener. Ja, das glaube ich auch, dass das besser zieht, auf jeden Fall. Ja, nee, und also wie gesagt, auch die Leute, die ich angeschrieben habe, das sind auch schon dann so Leute, die auch also wirklich durch ihre Forschung so ein bisschen medialer bekannt sind und ich glaube, ja. sehr viele Anfragen kriegen und deswegen da teilweise gar nicht reagieren. Und ich habe da auch ich habe dann auch nicht 10 E-Mails geschrieben. Ne? Also weißt du, so, wenn ja, die nicht geantwortet klar. haben, haben die nicht geantwortet. Ich will da auch gar nicht so nerven. Und meine Fragen waren dann auch gar nicht so dringend. Also was weißt du, oder ich konnte sie mir dann doch selber beantworten mit mehr Recherche ja. oder sowas. Oder mit Videos gucken. Also ich habe dann auch oft mal von vielen Sachen mir auch dann Videos angeguckt, ne? Also so, ja. wie laufen so Probenamen ab oder so, wenn ich die selber nicht kannte, um das irgendwie wirklich nachzuvollziehen, wie das funktioniert. Also Videos ja. sind da ja sehr hilfreich. Oh ja, auf jeden Fall. Und darüber, aber es kann auch sehr verwirrend sein. Es gibt ja auch manchmal so, im ZDF ist mal so eine Terra X-Folge gelaufen über Murmeltiere und ich hatte was über Murmeltiere recherchiert mhm. und da habe ein paar Paper gelesen und habe dann diesen Beitrag gesehen. Ich glaube, es war Terra X, muss aber nicht sein. Auf jeden Fall habe ich dann eine Frage auf einmal gehabt, weil es anders war als in den Papern. Und dann habe ich den Typen geschrieben, der diese Murmeltierforschung macht und meinte, mhm. hier, ich habe diesen Beitrag gesehen und das passt doch gar nicht mit dem Paper. Was ist denn da los? Und er so, oh, ja, Medien, na, die haben das Scheiße zusammengekriegt. So kann es halt auch sein. Man weiß nicht unbedingt. Ja. Ja, ich hatte das jetzt auch bei einem Beitrag irgendwie von mir, weil ich hatte halt so ein paar Fotos, die ich gemacht habe, so als Pressefotos rausgegeben. Ja. Und dann war auch so, hatten die so einen Beitrag gemacht und dann haben die ein Foto von mir genommen, wo so eine Angelschnur um so eine Koralle gewickelt ist, ne? Und also quasi so ein Müllfoto. Und dann hatten die das da drin und dann haben die als Text drunter geschrieben, die Natur holt sich, holt sich ihre Welt zurück oder sowas, eine Koralle, die um eine Angelschnur wächst. Und das ist einfach so, nee. Wer kam denn auf die Idee? Das ist jemand, der mit Bäumen romantisch über Bäume nachdenkt und ja. öfter wandern geht und dann immer irgendwelche Sachen in Bäume eingewachsen findet oder so. Irgendwie sowas vielleicht. Ja, das ist schlimm, ne? Hast du da schon schlechte Erfahrungen gemacht mit Medien, die das irgendwie schlecht zusammenschneiden oder dich nicht ausreden lassen oder so? Es kann ja immer so, du denkst so, diesen einen Satz muss ich noch sagen, weil sonst passt das alles nicht. Und dann nee, also jetzt bei irgendwie Radio oder Zeitung war es okay. Also ich meine, okay, die teilweise haben die dann nicht viel Platz und dann verkürzen diese Sachen, ja. wo ich dann sagen würde, naja, so ganz genau habe ich das nicht gesagt oder gemeint, aber okay. Nee, aber das war jetzt natürlich so ein klassisches Beispiel, wo einfach dieses Foto komplett missinterpretiert wurde. Ja. nee, ich fand jetzt so, bei den Fernsehauftritten hattest du immer halt nur mega kurz Zeit zu antworten und sie haben dir immer Fragen gestellt, die auf dem, weißt du, die so simpel sind, aber die halt einfach in keinster Weise so simpel zu beantworten sind. Ja. Und wo du einfach bist, so ernsthaft jetzt irgendwie. Wie lösen wir das Plastikproblem? Ja, stimmt, so, da war auch genau. Da, ja, und du hast dann irgendwie was, das war eine von den Fragen, glaube ich, auch beim, ich hätte jetzt schon wieder fast 3:09 gesagt. Ja, du wirst immer ja, genau. Ja, ja und das, ich finde es ganz furchtbar, wenn einem dann sowas suggeriert wird, ne? Das fühlte sich von außen ein bisschen so an. Du kriegst die Frage, was sollte man jetzt, was können wir machen? Und dann hast du, glaube ich, irgendwie gesagt, naja, erstmal muss die Politik, die Politik wäre mal an der Reihe, ne? Wir können zwar alles Mögliche machen, aber solange das nicht in strategisch sinnvolle Bahnen gelenkt ist, haben wir, und das wollte der, glaube ich, nicht hören. Der wollte halt die ganze Zeit sowas, was kann ich? Ja. Ich möchte die Welt retten. Ich bin der Hero hier, so.
Alter, dann sprich doch mal deine politischen Freunde an. Das kann man halt leider nicht sagen in der Talkshow. Das hat er dann gesagt. Dann habe ich gesagt, so, ja, kannst richtig wählen, habe ich dann gesagt. Ja. Und er war dann irgendwie so, ja, aber das kann ich in meinem Alltag. Und dann war ich auch so ein bisschen genervt. Also ich weiß nicht, ich habe mich so gefühlt, ich weiß nicht, ob es so rüberkam, aber so ein bisschen genervt. Und war so, ja, kannst halt weniger Auto fahren und keinen To-Go-Becher nehmen. Aber ich habe halt auch keinen Bock mehr, das zu erzählen. Also weil ich dieses... die Verantwortung auf den Verbraucher abwälzen, da habe ich echt ein bisschen die Schnauze voll von dieser Storyline, weil die auch in meinen Augen so politisch und von Lobbyisten benutzt wird, um von ihnen die Verantwortung abzuschieben auf den Verbraucher, der dann letztendlich keine Wahl hat. Also so, was soll er einkaufen, wenn alles eingepackt ist in Plastik? So, ne? Also weißt du so, und halt da auch die Leute, die das produzieren, in der Verantwortung stehen und halt auch die Politik, mein Gott, für was wählt man die denn? Also damit sie sich um sowas kümmert. Wenn wir uns eh alle selber um den ganzen Scheiß kümmern müssen, dann brauchen wir die auch nicht. Also weißt du so, das ist ja gerade ihr Job und mir geht da auch quasi diese Storyline von es liegt alles nur am Verbraucher auf den Sack. So. Ja. Ja, also deswegen habe ich... habe ich da irgendwie auch keinen Bock mehr, das da so runterzuzählen. Aber ja, er wollte das hören und es war auch da hatten wir einen kleinen einen kleinen Kampf miteinander. Aber ich finde, du hast es total gut gemacht, weil das ist genau das. Ich finde es super, wenn man sich so klar positioniert und das auch bei dieser Geschichte halt bleibt und dann vielleicht auch unbequem ist in dem Moment, weil nur wenn so eine Talkshow nur dadurch funktioniert, dass du die vorgegebene Frage so beantwortest, wie das der Moderator hören will, damit er dann weitergehen kann zu seinem nächsten Thema, dann ist es wirklich nur diese Werberotationsschau, was wir wissen das ja selber, das ist eine Werberotation. Da sitzen immer die Leute, die gerade was neu irgendwie rausgebracht haben und sagen, hey, ich habe übrigens einen neuen Film, oh, ich habe ein neues Buch. Und hey, wir kennen uns doch von früher, wir haben doch schon 10.000 Sachen zusammen gemacht. Warum nicht unbedingt nochmal das und das? Davon lebt diese Talkshow, aber... Ja. Ich habe dich voll gefeiert, weil ich das super finde, dass du bist auch der richtig gute Typ dafür. Du warst so charmant. Hatte ich dir das schon irgendwo mal gesagt? Ich fand das so charmant. Ich fand dich einfach unglaublich charmant. Und ja, also hier Fockaffe schreibt auch gerade, ne? Die Antworten waren gut, die Frage war nicht so gut. Ja, naja, die Frage, ich finde gar nicht, dass die Frage der Fehler ist, sondern ich finde, wenn es dann abdriftet in, das ist so eigentlich nur mit einer Antwort zu bestehen, das finde ich scheiße. Man kann ja doofe Fragen stellen und dann kann der andere eine Position dazu beziehen und dann könnte man entweder in die Tiefe gehen oder das einfach auch mal so stehen lassen, anstatt dann nachzuhaken, um das zu hören, was man hören will. Das finde ich halt kacke. Und natürlich ist es anstrengend, aber das ist genau das, was du vielleicht auch anstrengend an Talkshows findest. Ich selber bin ja noch nie bei einer eingeladen gewesen. Das ist wahrscheinlich auch gut, weil ich vermutlich nicht so ruhig wäre wie du. Aber ich weiß, also ich würde dich da gerne mal sehen. Das war ja auch meine erste Talkshow, Inga. Also. Ja, aber du hast es so gut gemacht. Ich fand es einfach wirklich, wirklich gut gemacht. Und ich kann mir bei manchen Sachen die einfach die Klappe nicht. Ich weiß, deswegen würde ich dich so gern mal sehen. Also ich hatte tatsächlich auch, mein größter Kampf war die ganze Zeit, nicht dumme Sprüche zu sagen. Ich musste mir die ganze Zeit ein bisschen auf die Zunge beißen, weil ein paar Leute da haben Steilvorlagen gelegt, auf wo man hätte dumme Sprüche drücken können. Und ich musste mir ein bisschen auf die Zunge beißen. Du Sachen kommentieren, was du nur so mit einem Satz und... so ganz trocken, kurz mal dazwischen. So. Ja, okay, das ist dann halt das Ende deiner Talkshow-Karriere wahrscheinlich. Oder auch so, ey, die laden wir uns mal ein, da mal gucken, was passiert. Das ist, weiß man nicht. Aber es ist sonst so unnötig. Ich denke immer, warum gibt es das? Die Talkshow müsste doch dazu da sein, dass man auch ein bisschen kontroverser ist. Aber das wollen die anscheinend gar nicht. Und was ich ganz schlimm fand, diese Barbara, das muss ich ja mal kurz sagen, die dann gleich gesagt hat, die andere Moderatorin, die ihrem Kompagnon zur Hilfe kommt, so mit, aber ich kann gar keine Plastikbecher momentan, gar keine Recyclingbecher, das nehmen die ja gar nicht an. Ja, aha, dann könnte man das ja nicht als Abschneiden der ganzen Aktion, sondern als Auftakt für das nächste nehmen. Aber nein, wir haben nur 2 Minuten Zeit, der Wissenschaftler
der soll nur schön einmal was sagen, den haben wir ja eingeladen, aber wir wollen Frau Dörrie und Herrn Ochsenknecht. Und den Mann von der Hamburger Mannheimer, ganz am Ende noch. Den habe ich mir nicht mehr angeguckt. Das ist okay, Inga, du musst jetzt auch schlafen. Aber weißt du, was eigentlich auch schlimm war bei der Show? Dass es dann neben dir hattest du so einen Teller mit zu essen, mit so voll leckeren Sachen drauf. Aber du konntest das ja eigentlich nicht essen. Weil du weißt ja auch gar nicht, wann du gefilmt wirst. Du kannst ja dann nicht so da sitzen die ganze Zeit so. Und ich meine, ich habe ein bisschen was davon gegessen. Immer so. Gut. Das wird sonst weggeschmissen. Ja, und dann war danach, dann dachte ich so, naja, dann kann ich es dir jetzt essen. Aber dann war noch irgendwie Foto, bla, und dann alle raus. Und da waren, und ich konnte es nicht essen, da waren voll leckere Sachen drauf. Und das war das Schlimmste an der Sendung. Ich glaube, man darf das alles nicht ernst nehmen. Ich habe das Gefühl, wenn man solche Sendungen macht, dann muss man sich quasi insofern daneben benehmen, als dass man nicht die Stereotypen bedient, die gerne haben wollen. So ein bisschen so wie Horst Schlemmer, so, oh, was Leckeres zu essen, da nehme ich mal was von. Ah ja, das habt ihr aber gut gemacht. So eine Karikatur des schlechten Talkshow-Gastes sein und sagen, ja, Wissenschaft ist halt auch irgendwie eine brotlose Kunst. Aber sehr unterhaltsam. Was ist denn das da hinten auf dem Teller? Können Sie das mal durchreichen? Da. Wollen Sie das nicht aufessen? Ja, dann. Geben Sie mal mit, ich habe ein paar Tupperdosen mit. Vielleicht muss man sich so eine Persona zulegen, mit der das alles dann okay ist, sozusagen. Ja, ja. So eine Kunstfigur machen. Hm? Ja, so ein bisschen. So. Ja, aber es ist doch scheiße sonst. Ja, aber ja. Whatever. Aber auf jeden Fall, die Fußballmädels waren sehr nett. Und, oh ja. Hier mit, Chari! Ja, mit Chari habe ich jetzt Kontakt. Wir wollten mal telefonieren. Ja. Also gucken wir mal. Ja, als ich das gesehen habe, dass Chari dabei ist, habe ich gedacht, oh, wie geil. Oh, die ist da, die ist toll. Ja. Das ist auch jemand, das wahrscheinlich kann man von der zum Thema Talkshows noch viel lernen. Die war mit Sicherheit schon oft in irgendwelchen Talkshows. Das glaube ich auch. So Do's und Don'ts. Und wie funktioniert es mit dem und dem? Na, du bist dann noch nicht so tief in das Business eingestiegen. Du hast es auch gut gemacht. Ich glaube, hättest du die Sprüche rausgehauen, wärst du auch nicht wieder eingeladen worden. Dann muss man sich mal zurückhalten. Dann kommt man sonst auf die schwarze Liste des NDR. Es gibt wahrscheinlich die gute, kann man gut einladen und bloß nie einladen. Mhm. Wenn du dann in der Datenbank mit dem Haken auf der einen oder auf der anderen Seite bist, das ist dann der ausschlaggebende Punkt. Ja. So, darf nie wiederkommen. Aber ich fand es witzig, weil ich habe gedacht, am Freitag, da warst du ja beim roten Sofa. Mhm. Und das fand ich als Format sehr viel schöner als diese 3 nach 9. Quatsch, ich weiß, es ist nicht 3 nach 9, ich werde es aber nicht raus. Ja, ne? Ist auch egal, dann ist einfach weiter so. Ja, also okay. Wenn ich 3 nach 9 sage, dann meine ich eigentlich RTL Samstagnacht. Ach nein, ich meine die NDR-Talkshow. Nee, weil das ein Dialog war, einfach so. Ja. Das ist irgendwie eher so eine beziehungsorientierte Art, Dinge herauszufinden gewesen. Das fand ich super. Und ich mochte auch deine Experimente mit jetzt leuchtet es rot. Das Rote konnte ich sehen. Ich fand, das Rote konnte man sehen, aber das davor konnte man nicht sehen. Nee, ne, ja, habe ich auch, wir haben das auch davor getestet, es ging eigentlich nicht und sie wollten es dann trotzdem. Ja. Whatever. Ja, also für alle, die es nicht gesehen haben, das war ein Experiment mit einer zum Thema Fluoreszenz, ne, weil das kannst du ja nochmal erklären, wie Haie leuchten. Ich kann versuchen, ich was auch, jetzt geht. Warte. Oh ja, ich kann auch. Ich habe auch 2 Lampen hier. Stimmt. Oh, geil, Jules. Ich habe was für dich gleich. Bei mir funktioniert was ganz toll. Und ich gucke mal, wie die andere Lampe. Ich teste hier schon mal für euch. Ich habe nämlich, weil Julia hat uns zu einer anderen Lampe noch geraten. Und ich habe jetzt eine, die du auch hast und eine schlechtere. Ich finde die ja super, wenn man Tiere dabei hätte, dann könnte man Katzenpipi und das so, also es sind Schwarzlichtlampen. Hundepipi, jetzt ist es richtig schön dunkel hier, ne? Hundepipi. Oh geil, ja, bei dir ist richtig schön dunkel. Ja, du hast da, ich brauche gar nicht erst versuchen, da kann ich gegen anstinken, gegen diesen professionellen Aufbau. Ja? Ich habe nur das Licht ausgemacht. Ja, das ist jetzt hier so ein Blatt, ne? Das ist eigentlich grün. Und jetzt ist es rot. Ja, das hat man gesehen im Fernsehen. Ja, das hat man gesehen. Das ist sehr gut.
Und das ist der Stein. Sieht man, aha, jetzt siehst du es, oder? Jetzt ist er orange. Jetzt ist er orange. Ja, das ist besser als beim das roten Sofa. Ja, ich zeige euch mal, wie er echt ausschaut. Boah. Also, in echt, das ist beides in echt. Ja, also ohne ne? Und sonst ist er halt mit Fluoreszenz, ist der richtig knallorange. Boah, das ist sehr cool. Ja, aber sonst habe ich jetzt hier auch nichts mehr, was. Ich habe Neonstifte hier und ich habe die benutzt. Und ich kann mal gucken, ob das. Ja. Kann man das so schon sehen? Ja, ne? Sogar, ich habe tolle Stifte, die sind schon so. Sieht man das nicht? Ja, nicht so wirklich gut. Ach, schade eigentlich. Ich kann das sehr, sehr gut hier sehen. Es ist auch die schlechtere Lampe. Aber wenn man die ich habe hier Sachen aufgeschrieben. Kann man das? Mhm. Oh, das ja. Kann man sehen, ne? Ja, das sieht man richtig gut. Ja. Das sieht man richtig gut. Jedem seine Schwarzlichtlampe. Ich fand das, ich habe gedacht, als du auf dem roten Sofa warst, Dong war auch mal da. Kennst du Dong? Ja, klar. Ja, das ist auch ein Science-Slammer. Und der hat ein Buch geschrieben vor 3 Jahren, glaube ich, war das, über Gehirn. Also er ist Neurowissenschaftler. Und über wie das Gehirn und die Vernetzung funktionieren und lernen und so, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann war der eingeladen. Und Dong ist halt so ein super smarter, extrem kluger Typ. Super charmant auch. Und dann hat er, das war sein Geburtstag. Und dann hat er da am Klavier gesessen noch. Ich weiß nicht, wie die rausgefunden haben, dass er auch extrem gut Klavier spielen kann. Vielleicht kam es irgendwo im Buch vor. Mhm. Und dann saß er bei 3 nach 9 und hat alle Herzen dahin schmelzen lassen durch smarte Antworten und Klavierspiel, also Schwiegermamas Liebling. Danach wollen wir dann was essen. Das ist das, was ich nämlich total schade finde, jetzt mit Corona. Du warst 2-mal beim NDR und das ist 10 Minuten zu Fuß von meiner Wohnung entfernt. Mit Dong, der von sonst wo angereist war, haben wir uns danach noch getroffen, noch mit ein paar anderen Science-Slammern und Leuten und haben dann was getrunken. Das geht ja jetzt in Hamburg gerade nicht. Ja. Wir haben ja immer noch Schicht im Schacht um 9. Aber du warst so nah dran. Ja, und es war halt jedes Mal bis Ausgangssperre. Ja, so ätzend. Ja gut, aber die Ausgangssperre, du könntest alleine noch unterwegs sein. Das geht in Hamburg. Okay. Wenn du alleine auf der Straße bis Mitternacht geht. Zur körperlichen Betätigung. Ich bin schon ganz oft ohne. Körperlich betätigt gewesen draußen. Ja, ich bin wöchentlich, jede Woche irgendwie körperlich betätigt, mit dem Fahrrad alleine unterwegs. Ja. Also der Sinn ist ja auch, dass man niemanden ansteckt und das tue ich auf dem Fahrrad auf gar keinen Fall alleine. Natürlich nicht. Ja, und auch geimpft und so. Naja, ja. Aber ganz kurz hier. Gab es eine Frage? Fockaffe hat geschrieben, dass sie Schwarzlichtlampen haben für erfolgreiche nächtliche Bernsteinsuche. Ich habe leider keinen Bernstein da, aber Bernsteine leuchten auch total geil mit UV-Licht. Und ja, Bernsteinsucht habe ich noch nicht. Aber, also falls ihr Schwarzlichtlampen habt und jetzt gerade, ich war jetzt auch noch nicht draußen, ich muss mal morgen versuchen, das ist ja gerade Frühling und es blüht voll viel. Und es gibt einige Blüten, die auch richtig geil fluoreszieren und wir haben letzten Sommer, sind wir immer nachts raus und haben Spaziergänge gemacht mit UV-Licht und haben uns Blumen angeguckt. Und das kann mega geil sein. Oder du siehst auch, Insekten können auch total schön leuchten, so schön blau und so. Und man kann dann auch so ein bisschen die versteckte nächtliche Insektenwelt entdecken. Also das ist echt ziemlich cool. Und Flechten leuchten auch total geil in Orange und so. Also das ist, also wenn ihr UV-Lampen habt, so nachts mal ein Spaziergang durch den Park oder sowas ist echt ganz nice. Ja, also muss man bald machen, damit man nicht so spät draus. Also für Hamburg. Ja, genau. Ja, es ist. Für Hamburg geht es gerade nicht so einfach. Ja. Ich glaube, da fällt man eher auf. Ich bin auch letzte Woche am Samstag frühzeitig nach Hause, weil da war 1. Mai und ich war in der Schanze. Und da dachte ich so, naja, da will ich jetzt nicht irgendwie in so eine olle Kontrolle geraten. Nee. Auch irgendwie blöd. Ich guck mal, ob ich noch irgendwas. Oh, ja, ich habe mir, du hast High-Apps empfohlen im Buch.
High-App? Also nicht empfohlen. Es gibt doch so eine Tracking-App. Ja, diese Smart, Shark Smart oder so hieß es, glaube ich. Shark Smart, ja, genau. Und ich habe das gesucht und ich habe noch eine andere App gefunden. Also Shark Smart war ja die App, die sie in Westaustralien benutzen, um rechtzeitig gewarnt zu sein, wenn da irgendwo so ein Hai am Strand rumhängt. Es gibt aber auch die so getaggten Haie, die man nachverfolgen kann mit einer anderen Follow-Fish-App, die man auch findet, wenn man diese Hai-App da sucht. Kennst du getaggte Haie, also mit Namen? Könnten wir oder könnte ich irgendwann in so eine Tier-Tagging-App reingehen und den Hai suchen, den du vielleicht schon kennst? Weißt du, was ich meine? Teilweise haben die Namen. Ja, also ich kenne jetzt die App nicht, ja. Also wir haben, als wir Haie getaggt haben, denen teilweise auch Namen gegeben. Aber das Shark Tracker habe ich. Aber die sind, glaube ich, also wir haben die auch in die Datenbank reingeschrieben, aber die sind, glaube ich, sonst nirgends so richtig dokumentiert. Schade. Ja, das sind diese, ich weiß nicht, wie man es auch spricht. O-Church. Ich kenne die. Das ist eine Organisation, die Haie taggen und wo du das nachverfolgen kannst. Aber das war, ich weiß nicht, ob die mittlerweile wieder ein bisschen, das haben sie wieder Updates. Also ich weiß, letztes Jahr, als ich die gesehen habe, hatten die überhaupt keine neuen Haie getaggt. Da war das meiste noch ziemlich alt. Also da hatten die zum Beispiel gar keine neuen Daten drin. Ja, das kann ja auch sein, doch, dass die haben neue. Ja, dass das durch Corona geil war, dass die nichts gemacht haben. Ja, die sind auch ein bisschen, also tatsächlich ist diese Organisation, also so wie ich das mitbekommen habe, ein bisschen kontrovers bei den Haiwissenschaftlern. Weil die halt eben, das siehst du da auch, das schreibe ich ja auch im Buch, weil die eben diese Haie aus dem Wasser rausheben mit diesem wie so eine Art Hebebühne, wo sie den Hai drauflenken und dann da rausheben und sowas. Und es wird teilweise eben kritisiert und so. Ich kann ehrlich gesagt, ich kann das nicht so richtig einschätzen. Ja, genau, nicht so richtig einordnen, weil dann viele andere eben arbeiten damit. Also ich denke, das ist natürlich auf jeden Fall die angenehmere Methode mit dem Hai, dass sie halt eben mit dem Stab den Hai markieren, der im Wasser bleibt und sowas. Genau, die heben den da raus, der kriegt wirklich so einen Schlauch ins Maul, dass das Wasser da weiter durchfließt, dass die atmen können und dann werden Proben genommen und sowas. Aber ich kann es echt nicht richtig einordnen, auch nicht, was die halt noch an Daten nehmen, ob das wirklich nicht anders möglich ist und so. Ja. Aber es schaut schon stressig aus für den Hai, was sie da machen. Also wenn man sich da Videos anguckt und so, ja. Ja. Genau, aber die haben da nur die Haie, die sie getaggt haben. Also da sind nicht Haie von anderen Organisationen mit drin oder sowas. Okay. Ja, weil ich hatte Radiokram über Heimat Nordsee, kleines Wortspiel gemacht. Und dann auch die Hundshaie, die vor Helgoland im Sommer rumhängen, die werden auch getaggt. Aber die werden auch aus dem Wasser gehoben und dann mit einem, so wie ein Vogel, mit Augen abgedichtet, also mit einem Tuch über die Augen, damit sie sich wieder beruhigen und dann getaggt. Also auch stressig, aber auch sehr aufschlussreich. Ich weiß gar nicht, ob das Paper mittlerweile draußen ist von Matthias Schaber. Das ist einer von den Hai-Forschern vom, ich glaube, das war Thünen-Institut. Und der hat interessante Erkenntnisse zu weitreisenden Haien bis nach Madeira. Also die Hundshaie, die kommen rum, vereinzelt zumindest. Da weiß man nämlich auch nicht, warum die Inga, sind. Ich habe Matthias gesehen neulich im Fernsehen. Ah. Wollte ich auch mal sagen, vielleicht können wir da mal reingucken beim nächsten Stream oder so. Und zwar gibt es eine Doku, die heißt Haie eiskalt, glaube ich. Und da gucken sich verschiedene Haie an, so in der Nordsee, also so im kalten Gewässer. Und da ist Matthias auch mit dabei, mit seinen Hundshaien. Und da wird er auch gefilmt, wie er so ein Hai
fängt und taggt und so, da kann man das auch tatsächlich sehen. Und genau, und da filmen sie auch Grönlandhaie und so. Das ist ziemlich cool. Also die Doku hat mir sehr gut gefallen. Die ist, glaube ich, noch ein halbes Jahr oder so in der Mediathek. Die hat sehr, sehr schöne Bilder. Das ist richtig cool. Ja, such doch mal raus, weil wir werden sie sowieso nicht in Gänze zeigen können. Nee. Dann kann man sich das auch selber nochmal angucken. Ja, weil mit Matthias das war total super nett mit dem. Da wollte ich halt auch mehr über die Hundshaie rausfinden und das Tagging und so. Und da war er gerade irgendwo vor der englischen Küste und hatte schlechtes Wetter und scheiß WLAN und hat trotzdem ganz, ganz toll mir weitergeholfen und erklärt, was er da gerade gemacht hat und seine vorübergehenden Forschungsergebnisse geteilt. Also zum Thema High-Tagging. Ein sehr, sehr sympathischer Profi, der alles gut erklärt. Ja, also er war auch in dem Film, wirkte er sehr sympathisch. Ja, der ist witzig und nett. Übrigens noch kurzes Update. Das Delfinarium im Heidepark gab es bis 2008. Oh, krass. Ich war das letzte Mal, glaube ich, 2010, 11 oder so. Also es war auf jeden Fall, ich war danach da. Ich möchte aber gerne mal wieder in den Heidepark. Die haben ja das Delfinarium. Ich will auch so gerne in den Heidepark. Also wir waren halt. Gehen wir zusammen in den Heidepark? Ja. Ja. Es will immer sonst keiner mit mir in den Heidepark. Also ich will seit Jahren in den Heidepark. Seit Jahren. Ich auch. Und ich habe auch jahrelang komplett, sorry Leute, aber kurzer Exkurs, ich habe immer ganz viel Kellogg's und so gegessen, weil da immer diese Coupons hinten drauf waren, wie man günstiger in den Heidepark kommt. Und dann wollte keiner mit mir und ich habe die ganze Zeit scheiß Essen gegessen, damit ich doch alle mitnehmen kann. Und dann haben immer alle gesagt, ja, wir gehen da hin. Und dann am Ende wollte keiner, wenn es konkret wurde. Na, wir wollten eigentlich seit Jahren, aber irgendwie haben wir es immer nicht hingekriegt. Ich war früher, mein Vater hat in Hannover gearbeitet, eine Zeit lang, als ich Kind war. Und deswegen waren wir ab und zu mal in Hannover und dann waren wir auch immer im Heidepark. Und deswegen habe ich da auch diese Kindheitserinnerung, weil wir es auch immer richtig geil fanden. Vor allem Krake fahren. Ja! Und seitdem ich hier oben wohne, also seit, keine Ahnung, 11 Jahren oder so, will ich auch immer in Heidepark. Aber ich habe es nicht geschafft. Ja, das machen wir mal. Es ist extrem dramatisch, dass das, ja, das ist Heidepark. Jetzt kann ich an nichts anderes denken. Ich war eine Zeit lang, ich hatte mal einen Freund, der war Leistungssportler und es gab den Heidepark Run. Und das war meine Möglichkeit, umsonst in den Heidepark zu kommen, weil da konnte man, genau. Ich war einfach als Läufer mit angemeldet und konnte dann durch den Heidepark. Ja, das war cool. Da war die Laufstrecke, da sind die durch diesen Park einfach gelaufen und es war abgesperrt und man konnte dann als Begleit-Fake-Läufer-Person alles benutzen und es war nicht so voll, weil das ja eine Sonderedition war. Das mussten die ja. Ich habe gerade so das Bild, wie alle rennen und Inga hat so ihr Nummernschild an und sitzt irgendwie in so einem Karussell. So. Ja, so in ja, es ist nicht ganz weit hergeholt. Ja, genau, und an Regentagen ist es das Beste. Und ich bin ein bisschen Spießer. Ich mache auch gerne Wasserrutschen und so, aber nur in Regenklamotten, weil ich keinen Bock habe, den ganzen Tag nass durch die Gegend zu laufen. Heiß ist. Ja, ich bin da nicht, wenn es heiß ist, ne? So wie Fockaffe schon sagt, man muss an einem Regentag hin, damit man nicht so lange anstehen muss. Oder man muss halt unter der Woche, wenn nicht Ferien sind. Ja, das haben wir auch mal gemacht, als ich noch zur Berufsschule damals gegangen bin. Da haben wir alle blau gemacht und sind stattdessen in Heidepark. Da hat die halbe Klasse gefehlt. Man wollte ja nicht, naja. Ich habe noch eine Frage. Ja, hau raus. Eine Frage habe ich noch. Du hast über die Bewegungsillusionen geschrieben, also die visuellen Tests für die Fische. Woher weiß man denn, dass die Fische was bewegt wahrnehmen? Kotzen die dann? Fallen die in Ohnmacht? Machen sie Looping? Also woher weißt du denn, dass der Fisch diese Bewegungsillusion checkt? Ja, die kotzen dann. Ja, siehst du? Habe ich mir gedacht. Nee, ich denke, dass sie die auch quasi trainiert haben auf was sich bewegt in echt. Mhm. Und dann die Illusion gezeigt haben, weißt du? Also das heißt, also, dass sie die. Das würde ich auch machen. Das ist, weiß nicht. Wie muss man sich das vorstellen? Wie trainiert. Also, Stell dir mal vor. Wir reden mal für die Leute, die das Buch nicht kennen. Es geht darum, dass
dass Fische benutzt werden, um optische Täuschungen zu verstehen. Also optische Täuschungen, die kennt ihr alle, die habt ihr schon sicher super oft gesehen. Ein Klassiker, ich suche es euch gerade kurz raus. Bei 218 rundum kann ich dir jetzt so, also vielleicht 206 oder 207 hier, ja. Klassiker, ich sehe mich jetzt leider selber nicht richtig. Doch, ist gut. Okay. Ist gut. Ja, welcher Kreis ist größer, links oder rechts? Der mittlere, es geht um den mittleren. Genau, um den mittleren, also der graue. Mittlere Kreis, links oder rechts. Oder hier, welche Linie ist länger? Ein bisschen weiter runter, ein bisschen weiter runter. Jo, perfekt. Welche Linie ist länger? Ihr habt die sicher gesehen, bei beiden ist das Rätsels Lösung, dass es gleich ist, die Kreise sind gleich groß, die Linien sind gleich lang. Ja, sieht man es? Ich muss gerade kurz hier. So, die Linien, jetzt sieht man beides. Genau, ja. Und man weiß bis heute immer noch nicht so ganz genau, warum wir das nicht richtig erkennen, also warum wir uns täuschen lassen. Weil eben die meisten Leute hier denken, diese Linie oben ist länger als die untere. Und man vermutet, dass es eben natürlich mit diesen Pfeilen zu tun hat und dass man eben zum Beispiel das im Kontext sieht, also dass dadurch, dass hier diese Pfeilspitzen nach außen gehen, zählt man das eben mit und deswegen wirkt die Linie länger, obwohl man es eben auch separat sehen könnte. Und bei den Kreisen ist es eben auch so, dass der hier kleiner wirkt, weil er eben im Kontext mit diesen größeren Kreisen kleiner wirkt als der da drüben. Also das sind so Erklärungsversuche, man weiß aber nicht so ganz genau, wo ist, wieso checken wir das nicht, wie funktioniert das in unserem Gehirn, dass wir das nicht separat wahrnehmen können und sowas. Und weil eben gedachterweise Fische ja einfacher gebaut sind als wir, guckt man sich dann eben an, wie Fische auf so optische Illusionen reagieren und ob sie die wahrnehmen können oder nicht. Weil eben zum Beispiel Fische haben halt keinen Neokortex, was Menschen zum Beispiel haben. Und man dachte, dass der involviert ist in diesen optischen Illusionen. Aber man hat jetzt halt festgestellt, dass auch Fische optische Illusionen wahrnehmen und dass das wohl doch nicht mit dem Neokortex zu tun hat. Genau, und deswegen trainiert man Fische darauf, optische Illusionen wahrnehmen zu können oder nicht. Und dafür macht man das zum Beispiel so, wenn wir jetzt die Kreise nehmen, also welcher Kreis ist größer, dass man vorher eben wirklich Fischen immer einen großen und einen kleinen Kreis gibt und dann müssen sie den anstupsen und wenn sie jetzt zum Beispiel den großen anstupsen, gibt es Futter und wenn sie den kleinen anstupsen, gibt es kein Futter. Das heißt, man trainiert die darauf, immer den großen Kreis anzustupsen und wenn man die dann gut darauf trainiert hat, dann gibt man ihnen diese Illusion. Und wenn jetzt die Fische quasi immer den Kreis anstupsen, den wir Menschen als den größeren wahrnehmen, obwohl die ja beide gleich groß sind, dann sagt man, okay, die Fische nehmen auch diese Illusion wahr. Wenn jetzt aber die Fische halt immer irgendwie beide anstupsen, weil die Kreise sind ja eigentlich gleich groß, das heißt, der Fisch müsste ja verwirrt sein, wenn er das so erkennen kann. Genau, wenn sie dann das beide anstupsen, dann merkt man, okay, der Fisch sieht diese Illusion nicht, für den sind die beiden Kreise gleich groß. Und bei der Bewegungsillusion denke ich mal, dass das ähnlich gelaufen ist. Also Bewegungsillusion ist, sind so Bilder mit Mustern, die, wenn man drauf guckt, das so wirkt, als ob die sich bewegen. Was übrigens auch tatsächlich bei 25% der Menschen nicht funktioniert, diese Bilder. Also wenn ihr das nicht kennt, dann, also es kann sein, dass ihr das nicht sehen könnt. Müsst ihr euch nicht wundern. Und ich denke mal, bei den Fischen haben sie vielleicht dann auch so Bilder gemacht, die sich tatsächlich bewegen, um sie darauf zu trainieren. Und haben dann die Illusionen ausgetauscht und dann damit geguckt, ob es für sie sich bewegt oder nicht. Würde ich jetzt mal. Ja, wir müssen mal ein Fischforscherlabor gehen, um das nachzuvollziehen. Ich glaube, das ist ganz schön anstrengende Forschung. Ich glaube, so Fische zu trainieren, ja. auf diese Art und Weise ist, glaube ich, sehr zeitaufwendig. Oh ja. Also. Ja. Ich glaube, die erstmal dahin kriegen, dass die checken, dass sie wo draufstupsen müssen, damit sie Futter kriegen und so. Und also so diesen Schritt erstmal, ich glaube, das ist echt ganz schön aufwendig, ehrlich gesagt. Ja, und die müssen erstmal ein bisschen ausgehungert werden wahrscheinlich, damit sie überhaupt Bock haben mitzumachen. Ich meine, warum sollte man als Guppi da teilnehmen, so ein Scheiß? Ja, weil es Futter gibt. Ja, eben. Aber Futter, wenn man überfressener Guppi ist, dann interessiert einen das ja auch nicht mehr. Also vielleicht ist eine Mahlzeit ersetzt durch Fischtrainingsfutter. Fies. Hm. Fies. Müssen Sie es halt richtig machen, Inga.
Ja, wir arbeiten ja auch für unser Essen. Letztendlich. Die Faultfische. Ja, ich glaube, das war meine letzte Frage. Also, ja, weil das Letzte, was ich hier nämlich stehen habe, ist, mein Lieblingswort ist Babyriesenviren. Ja, das kam echt schön zum Schluss. Ja. Ja, und ich habe ein Kalimer, die Sandstürme zum Thema Eisendünger ins Meer, da habe ich mich auch wiedergefunden, weil ich ja Anfang des Jahres auf Gran Canaria gelebt habe, kurz mal, und da war Sandsturm und deswegen ganz viel Eisen im Meer. Da war nämlich die ganze Luft auch schon rot. Mhm. Also Sandstürme aus Afrika. So, das ist auf Seite 173 ein Thema in deinem Buch. Ah ja. Ich erinnere mich. Ja, ich habe es hier stehen. Jetzt, weil jetzt gerade mehr Leute wieder da sind, kann ich nur wiederholen, wenn ihr Lust habt, Tiere in einem Kartenspiel Pate zu werden, sozusagen, könnt ihr gerne, ich mache ein neues Kindertier-Kartenspiel, wo man Meerestiere raten können wird, wenn ihr witzige Meerestiere kennt, die gerne in einem Kartenspiel auftauchen sollen, schreibt sie uns. Ich recherchiere und nehme sie gegebenenfalls auf. Das kann man dann nächstes Jahr irgendwann kaufen. Das fällt mir jetzt gerade ein, weil hier ein paar Leute in unserem Stream gut sind. Ja, ja, ich die muss es vielleicht vorher nicht mitbekommen haben. Ich muss auch noch mal überlegen, was ich dir dafür... Ja, ich habe hier ein paar Sachen rausgeschrieben. Was hast du dir denn schon rausgesucht? Naja, also schwierige, manche sind schwierig. Ich Glasschwamm finde ich gut, weil der Name halt auch gut ist. Ne? Dann kann man, das kann man gut illustrieren, weil es eben diese Sprachebene und die Bildebene geben wird. Es gibt da übrigens auch einen, den sie neu entdeckt haben, den haben sie, glaube ich, IT-Schwamm genannt, weil der so ein bisschen... Ja, aber da ist das Markenrecht. Das ist gut, aber Mann. Für ein Markenrecht, Ich verstehe, ja. TM, Trademark. Ja. Ja, Sandmücken ist super. Ruderfußkrebse ist, kann man auch schön illustrieren. Mhm. Bartwurm finde ich auch schön. Mhm. Natürlich Schlafhai, voll geil. Wobei, das wird dann um die Ecke gedacht, dann wird wahrscheinlich in der Illustration eine Sprechblase mit, da wo sich Leute so Hai sagen oder so. Ne? Das ist ein bisschen plattwitzig auch. Was ich ganz gut finde. ja, das habe ich so. Eissturmvogel. Ja. Ja, Glasschwamm hatte ich schon. Islandmuschel, also ich Grönlandhai und Islandmuschel würde ich gerne, ist aber schwierig, weil wegen der Illustration. Man muss halt auch einmal um die Ecke denken, kann man das Tier gut. Mit Hinweisen versehen. Ne? Ja, also, weil Kinder würden Grönland nicht gut. Nee. Also da müsste was, grünes Land würde nur gehen als Übersetzung, aber das ist dann wieder nicht korrekt, komplett. Und Island ist genau das Gleiche. Ich finde Island-Muschel auch toll, aber Island... Ja, ja. Das ist übrigens auch eine meiner, die Island-Muschel ist eine meiner Lieblingsillustrationen im Buch. Dabei schaut es einfach nur aus wie eine Muschel, aber ich mag die Illustration. Island-Muscheln sollte man immer, man sollte mehr Island-Muscheln in Büchern haben. Vor allem von dir illustrierte Island-Muscheln. Für alle Island-Muscheln sind eine der ältesten Tiere der Welt mit 507 Jahre, oder? War die älteste. Ah, hast du noch einen Kopf? Nein, es ist aus der Ming-Dynastie eine irgendwo mal gewesen. Ja. Das konnte ich mir merken. Und das passt schon mit 507, ja, weil das war, glaube ich, 1500 sonst irgendwas. Ja, und sie ist damit im Guinness-Buch der Rekorde das älteste Lebewesen. 507 Jahre, ja. Ja, perfekt. Krumme Zahlen kann man sich merken. Ja, älteste Tier der Welt. Weil der Grönlandhai, Der ist nicht... Ja. Naja, der ist vielleicht älter, aber die Methode, wie das festgestellt wurde, ist zu unsicher. Und deswegen ist quasi der Schätzrahmen von 272 Jahre bis 512 Jahre... Das ist zu grob. Also, das ist ja auch verständlich. Und bei der Islandmuschel ist man sich aber hundertprozentig sicher, dass die 507 Jahre alt ist. Und deswegen. Ja, weil man die aus Versehen umgebracht hat. Ja. Muss man vielleicht dazu sagen. Die Islandmuschel wird auch nicht älter. Zumindest die, die sie gefunden und bestimmt haben. Ja.
Ja, das ist der dramatische Teil dieser Information zum Thema Guinness Buch der Rekorde, ältestes Tier. Die Islandmuschel, die so alt wurde, lebt nicht mehr. Aber man ist ganz sicher, dass sie so alt wurde. Ich glaube, also ich habe keine Fragen. Hast du Fragen an mich? Hat sie Fragen an mich? Ja. Wie hat dir denn das Buch gefallen, Inge? Hat sie gefallen? Hast du was gelernt? Ja, ja, ich habe was gelernt. Und was ich sehr interessant fand, oh, das ist der Elektronensprung bei Fluoreszenz. Mhm. Ich fand, den hast du exzellent erklärt. Was ich mich dann noch gefragt habe, weil... das musst du vielleicht den Leuten, die hier zuhören, noch erklären, mhm, wie das funktioniert. Aber weil die Fluoreszenz ja als Sprach-, also als Kommunikationsmittel unter Meerestieren funktioniert, mhm, die schwimmen ja nicht mit einer Schwarzlichtlampe rum. Mhm. Wie aktivieren sie denn die Fluoreszenz? Oder haben die irgendwas im Auge, dass das ihnen automatisch sichtbar macht? Also die aktivieren die nicht. Also vielleicht nochmal ganz, vielleicht sollten wir nochmal kurz erklären, ja, mit der Fluoreszenz. Also es gibt Tiere mehr und es werden immer mehr, also es wird immer mehr entdeckt, dass Tiere im Meer fluoreszieren oder sehr viele Tiere im Meer fluoreszieren. Und Fluoreszenz ist eben, haben wir vorhin mit der UV-Lampe gezeigt, ne, dass dieses grüne Blatt plötzlich rot geleuchtet hat oder dieser Stein orange. Das ist eine Reaktion, wo eben ein Elektron durch energiereiches Licht, wie eben UV-Licht, auf ein höheres Energieniveau gehoben wird, dann dort kurz so ein bisschen vibriert, also es geht ein bisschen Energie verloren und dann fällt es wieder runter. Und wenn es runterfällt, wird Energie frei, auch wieder als Licht, aber weil es halt eben ein bisschen weniger Energie ist, ist es ein bisschen längerwelliges Licht und dadurch hat das Licht eine andere Farbe. Und das ist eben diese Fluoreszenz, also diese Neonfarben, die wir dann sehen können. Und tatsächlich ist es so, dass die Tiere fluoreszieren die ganze Zeit. Das wird nicht an- oder ausgeschaltet, sondern das wird einfach durch Sonnenlicht aktiviert. Da ist ja auch UV-Licht drin. Mhm. Aber wir können das nicht sehen. Also wir Menschen können das nicht sehen, weil unsere Augen nicht dafür gemacht sind, dass wir das sehen können. Sondern da ist es eben so, dass das ganze andere Licht überschattet eben diese Fluoreszenz. Und wir können das eben nur sehen, wenn es dunkel ist und wir da so ein UV-Licht drauf ballern und das quasi dann übertrieben anregen. Und dadurch, mhm, können wir das sehen. Und die Tiere unter Wasser haben eben teilweise extra Pigmente oder Filter in den Augen, damit sie genau diese Fluoreszenz sehen können. Und das heißt, die können das dann gezielt sehen, was wir nicht sehen können. Und in der Tiefsee gibt es ja so gut wie kein Licht mehr. Und funktioniert das dann trotzdem? Nee, in der Tiefsee funktioniert das nicht. Also ich meine, außer du hast nochmal eigene Lichtorgane. Mhm. Also wenn du jetzt natürlich, weil in der Tiefsee gibt es ja viele Tiere, die selber biolumineszieren, also selber Licht erzeugen. Und wenn du jetzt natürlich selber ein Lichtorgan hast, mit dem du Licht machst und dann noch was Fluoreszierendes, dann funktioniert das. Und das ist zum Beispiel bei dieser Qualle so, jetzt habe ich selber ihren Namen vergessen, der GFP-Qualle, die auch am Anfang beschrieben wird, die, mhm, hat tatsächlich eine eigene Lichtquelle und fluoresziert dann. Also die regt selber ihre eigene Fluoreszenz an. Soll ich gucken, wo du sie hast? Ja, ich habe es gerade in der Hand. Ah, okay. Ich blätter hier auch mal durch, vielleicht komme ich noch schneller. Schraub's. Hier. Ach, sehr gut. Oh Gott, ich kann es gar nicht aussprechen. Aquarera Victoria, so. Genau, die hat das nämlich so, dass sie selber eine Lichtquelle hat und dann bloß hier, genau. Ja, aber die hat einen Lampenschirm. Ja, genau, aber Fluoreszenz braucht immer Licht, sonst funktioniert die nicht. Ja, habe ich mir irgendwie auch gedacht. Nach dieser brillanten Erklärung, weil du wolltest wissen, wie ich das Buch fand. Und ich fand, du hast es echt, es ist super gut, um es einfach so wegzulesen am Anfang. Und je weiter man nach hinten kommt, kommen halt die etwas härteren Themen, finde ich. Also kommt ja drauf an, was einem so liegt. Aber, mhm, mir liegen halt Tiere und ich bin nicht so der Bakterienfreund, mhm, und Phagen. Bakterien und Phagen, damit kannst du mich jagen. Und das heißt, dass das Niveau steigt gegen Ende hin, finde ich, im Sinne von, Komplexität des Nachvollziehens. Mhm. Aber du hast eine unglaublich gute Art, Dinge zu erklären.
und auch für mich zumindest. Ich habe das Gefühl gehabt, dass du mich gut mitgenommen hast und ich nicht überfordert oder unterfordert war von dem Buch. Und das ist eine Kunst. Eine sehr gute, kannst sehr gut erklären. Dankeschön. Und es sehr, sehr gut, sehr bildlich darstellen, die Dinge. Also ich hätte UV-Licht nicht so gut erklären können. Ich habe mich natürlich damit auch nicht auseinandergesetzt, ja. Aber ich finde, das ist wirklich cool. Ich glaube, ich werde es auch nicht so einfach vergessen. Ich finde auch, dass viel mehr Leute, die gut erklären können, irgendwie im Bildungsbereich sein müssen. Und ich weiß, du bist jetzt nicht so die, im Gegensatz zu mir, ich liebe es, mit Kindern zu arbeiten und sage immer so, wir müssen mehr machen mit kleineren Kindern auch. Also meine Lieblingszielgruppe ist immer Grundschule. Sowohl André als auch Julia, also André schon mehr, der sagt auch immer ja Schule und du sagst nee. Ja meistens so, ah. Oh. Nein, ich sag immer kein Bock auf Schule. Das ist aber, ja, okay. Da geht es aber nicht um die Kinder, sondern es geht darum, dass ich Schule hasse. Das ist ein ganz... der große Unterschied. Okay. Das ist der große Unterschied. Das geht nicht um die Kinder, sondern es geht um das Schule. Setting Schule und Lehrer. Ja. Nee, ich habe keinen Bock auf das Schulsystem. Ja, ja. Okay. Ja, ich sehe Fortschritte im Schulsystem, wobei ich auch immer nur zu geilen Sachen eingeladen werde. Ja, ich glaube, ja, ich habe auch den Eindruck, also ich habe ja auch viele Freunde, die Lehrer sind und was ich da immer so höre, habe ich schon auch den Eindruck, dass die Schule sich in den letzten Jahrzehnten schon geändert hat und dass die auch mal cooles Zeug mit den Kiddies machen und sowas. Ja. Aber ich habe natürlich auch noch, ich weiß nicht, so in meiner Schullaufbahn, ich hatte schon noch so die ganzen alten Lehrer. Frontalunterricht, Leute. Ja, und auch also wirklich sehr viel fragwürdige Sachen, muss ich sagen, im Nachhinein. Mhm. Und also was teilweise bei mir an der Schule abging, also auch so von den Lehrern oder so. Also ich glaube, das gibt es heute so nicht mehr. Aber Alter, also was die Lehrer auch mit uns Kindern da abgezogen haben, also holy fuck. Ja, und deswegen bin ich auf Schule nicht so gut zu sprechen. Ja, ich habe da, glaube ich, echt... Entweder habe ich gut verdrängt oder wie auch immer, ich habe eine gute Erinnerung an meine Schulzeit und auch echt viele coole Lehrer gehabt, die ich teilweise auch heute noch, also mit meiner Grundschullehrerin, die sehe ich ab und zu immer noch, die war großartig, also hat mir unheimlich für mein Leben, ich weiß auch super viele Sachen noch aus der Grundschule, weil die so gut war. Mhm. Und gut erklären konnte auch. Und in den weiterführenden Schulen, ich war ja nur in einer, wir sind nicht umgezogen oder so, hatte ich auch echt gute Lehrer. Es gab so 2, 3 waren dabei, wo ich bestätigen würde, ja, das waren auch echt fragwürdige, ziemlich durchgeknallte Leute so. Die sind aber auch teilweise aus der Schule entfernt worden. Mhm. Also wirklich so, nee, geht nicht, weg hier. Ja, und, so sollte es ja auch sein. Ja, nee, also tatsächlich hatte ich, glaube ich, mehr, also ich hatte natürlich auch ein paar gute Lehrer und auch die ich in gute Erinnerung habe, aber das war, also dann waren das doch eher die Ausnahmen bei mir. Also weißt du, so der Großteil war eher nicht so gut. Ja, aber Schule ist komplett anders mittlerweile, glaube ich. Ich mache gerade jetzt, bereite so digitale Workshops vor mit Grundschülern und Sachbüchern, so als Schreib- und Lernmischung. Mhm. Und das funktioniert über so viele, also zumindest ich mache es, ich erstelle die ja selber und ich mache halt immer die Dinge, die mir selber Bock bringen. Und da kann man so auf so unterschiedlichen Ebenen die Kinder auch erreichen. Also auch die noch nicht so gut schreiben können, die haben da auch was davon, aber die was schreiben wollen, auch. Und die noch nicht so viel mit Forschen und Experimentieren zu tun haben, also jeder hat so sein Steckenpferd und ich hoffe mal, dass ich in der Lage bin, die alle irgendwie ein bisschen abzuholen. Mhm. So. Und sich sowas auszudenken und das dann auch an Schulen machen zu können, das ist einfach cool. Mhm. So. Also deswegen bin ich ganz frohen Mutes. Ja, nee, das ist cool, dass da auch der Raum gegeben wird. Also bei mir, keine Ahnung, bei mir in der Schulzeit hast du gar nichts gemacht, ey. Also weißt du, so auch irgendwie in der Art und Weise, also das wurdest du vielleicht mal einmal im Jahr in ein Museum geschleppt, auf das niemand Bock hatte oder so, weißt du, so maximal. Ja. Aber nee, ich glaube, ja, auch mit den Schülerlaboren an Unis und so weiter, so, das gab es bei uns nicht. Ja. Oder wenn, dann durften sowas nur die machen, die nur Einser haben. Also weißt du, so, weißt du, irgendwie so ein Zeug, dass dann nur irgendwie die besten Schüler das machen dürfen, was natürlich auch voll Sinn macht, wenn du die anderen irgendwie nicht mitnimmst. Ja. Schulzeit. Ja.
Ja, ich fand's cool. Ich hatte Glück. Das ist gut. Ja. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie wir da jetzt drauf gekommen sind, aber dann machen wir doch mal. Ach so, weil du gesagt hast, dass ich keinen Bock habe, was mit Kindern zu machen. Ich habe gesagt, nee, ich habe keinen Bock, was mit ja. Schule zu machen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Wobei das mit der Schule, das kann ich echt, da können wir nochmal dran arbeiten, weil Schule ist nicht mehr das, was du früher als Schule hattest. Also gibt schon viel, viel, viel gute Schule auch. Und Schule, ich finde, das ist, steht und fällt mit den Leuten, die es machen. Und mit den, also einzelnen Lehrer, wenn ein einzelner Lehrer total geil ist und echt was auf die Beine stellt, dann kannst du da so coole, einfach coole Sachen machen. Mhm. Also, und das können wir dann auch. Ich will morgen in die Schule gehen. Ah, der Dugum ist noch wach. Und wir gehen morgen in die Schule. Deswegen können wir jetzt hier bald mal aufhören, weil ich muss nämlich morgen nach Itzehoe fahren. Das ist in Schleswig-Holstein. Und mache Itzehoe. Genau. Ja, das heißt so. Mache Lesungen mit dem Dugong für Grundschule. Und der Bettwanze, die du nicht kennst bis jetzt. Doch, von Bildern. Ja, von Bildern. Und ja. Von Videos, glaube ich auch. Ja, ja. Mhm. Ja, ja. Genau. Aber wie machst du das dann eigentlich mit der Lesung? Also liest du da was vor oder? Es ist eine Mischung. Mhm. Der Dugong muss seinen Teil theoretisch vorlesen, was er wahrscheinlich auch bis morgen nicht gelernt hat, wie das geht. Also er behauptet, er kann leise lesen. Ich lese Teile, also das Buch hat eine Struktur, in der es immer eine Migrationsgeschichte eines Tieres gibt und die lese ich dann vor. Mhm. Aber es gibt auch Fotos von dieser Migrationsgeschichte und die stellt das Tier dann selber vor in Form der Handpuppe. Mhm. Das heißt, es ist eine Mischung zwischen Lesung und interaktivem Spiel mit den Kindern anhand von Bildern, die sehen. Mhm. Also so. Es ist, okay. Und es gibt Musik. Also ich habe meine Ukulele schon eingepackt. Ja, cool. Genau. Ja. Nice. Ja, also für alle Sinne sozusagen. Der einzige Teil, der ein bisschen schade ist, ist momentan, dass der Dugong nicht knutschen darf und die Bettwanze kein Blut, das Blutbuffet kann sie nur aus der Ferne sehen, weil sonst frisst die sich durch. Ja. Ja, also es ist einfach eine Mischung. Noch kurz, Fockeffer hat geschrieben, er ist beim Buch noch nicht durch, sondern er ist noch bei den weichen Themen, also nach deiner Definition, Inge. Und ja. Ich glaube, ich weiß nicht. Also tatsächlich sind die nicht so aufgeteilt, sondern die wurden nach der Weltkarte aufgeteilt. Ah, wie der Weg am besten funktioniert, oder? Ja, genau. Also genau, wir haben das ja Ganze so, dass so die Kapitel verbindet eben eine Reise durch die sieben Weltmeere. Ja. Mhm. Und dann habe ich halt die für die Tiere passenden Orte gesucht auf der Weltkarte. Ich meine, dann gab es halt für manche natürlich irgendwie so ein bisschen, ich meine, der weiße Hai musste natürlich irgendwie beim White Shark Café sein. Ja. Das Plastik halt irgendwie beim Great Pacific Patch. Also es gab halt so ein paar, die eigentlich fest waren oder Delfine hier bei den Bahamas. Und dann gab es ein paar, die variiert werden konnten. Und da haben wir dann natürlich so ein bisschen geguckt, dass irgendwie so die Reise ein bisschen passt und dass dann auch ein bisschen Abwechslung in den Kapiteln ist. Genau. Ja. Und so kam es dann, dass die Fagen hinten tagen. Genau, so kam es dann, dass die Fagen hinten tagen. Ja. Ja. Genau. Aber, ja, und Anti-Fouling bei Fluoreszenz, ja, anscheinend hat dieses Molekül von den Haien, das fluoresziert, wohl so einen Effekt. Aber genauer ist das noch nicht untersucht, weil tatsächlich dieses Molekül erst 2019 bestimmt wurde. Also es ist tatsächlich auch in dem Buch, es ist sehr viel echt aktuelle Forschung drin. Also wenn man hinten ein bisschen reinguckt, dann sieht man auch, dass viele Jahreszahlen der Paper auch von 2020 sind und so. Ja, das ist aber auch das Beste, wenn man aktuell ist. Genau. Und stehe ich drauf. Ja, ja, und es sind aber so, glaube ich, so ein paar Sachen sind schon wieder fast out of date. Ah. Ja, es schreit nach einer aktualisierten zweiten Auflage. Ja, genau. Mal gucken. Das ist der Nachteil, wenn man wissenschaftliche Literatur schreibt. Wenn es dann eine weitere Auflage gibt, dann ist man nur am Nacharbeiten. Mhm. Ja. Genau. Also ich glaube, bei den Insekten oder so passiert das wahrscheinlich eher nicht, weil da gibt es zu wenig Forscher. Ja, und sie sind verstorben und dann arbeiten nicht weiter. Genau, nee, aber ich glaube, bei den Haien kam halt dann echt ein Paper raus, irgendwie im Februar oder sowas, weil ich schreibe, dass
überhaupt noch gar nicht so richtig klar ist, wie viele Haiarten gefährdet sind, weil man halt auch, weil man so wenig Daten hat über die Haiarten. Und da kam aber dann im Februar ein großes Paper raus, das, glaube ich, gesagt hat, dass 70% der Haiarten stark gefährdet sind. Und weil die dann wirklich mal so richtig alles an Daten, was da waren, versucht haben zu sammeln und sich das mal im Großen anzugucken. Und das war eben, das Paper war dann so neu. Genau, da war das Buch schon im Druck, genau. Ja, ja. Mal gucken, wann es die zweite Auflage gibt. Ne? Also die korrigierte Auflage. Ja, ich habe letztens gelernt, eines meiner Bücher ist, ich habe so gesagt, wieso, die Verkäufe sind doch total toll, wir sind doch schon in der zweiten Auflage. Und dann kam, nein, Inga, wir sind nicht in der zweiten Auflage, wir sind nur im zweiten Druck. Wir haben es nachgedruckt, weil alles verkauft worden ist, aber die zweite Auflage definieren wir mit Aktualisierungen. Ah. So, aber es ist, ich kenne auch von früher aus meiner Buchzeit, dass die zweite Auflage wurde bei mir immer so die Druckauflage. Ja, ne? Ich, ja, erste Druck, zweiter Druck, dritter Druck und nicht zum Thema aktualisiert. Ja, wie dem auch, also manche zählen anders, sagen wir mal so. Muss man ja fragen, wie die Definition. Mhm. Ja, das war, ja, weiß ich auch nicht. Ich hätte auch gedacht, dass zweite Auflage ist einfach der zweite Druck, aber. Ja, 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 also in meiner Welt ist es das auch. Aber andere sehen das anders. Ja. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Jetzt habt ihr die Chance zu dem schönen Buch. Ich halte es nochmal in die Kamera von Frau Dr. Julia Schnetzer, die ihres Zeichens hier sitzt. Noch, die hat das geschrieben, es heißt Wenn Haie leuchten. Letzte Fragen. Gewinne, gewinne, gewinne. Ich habe eine Frage. Ja, Dian. Wann sehen wir uns wieder? Ich wusste, ich dachte, er sagt, jetzt wann knutschen wir wieder. Ja, das hat er sich schon abgeschminkt. Da habe ich heute den ganzen Tag dran gearbeitet, dass er morgen nicht so enttäuscht ist, dass es wieder nicht klappt. Ja. Ja, ich hoffe im Sommer mal wieder, ne? Dass das endlich klappt. Ja, das wird gut. Ja, ja. Das kriegen wir bestimmt. Ich bin dann auch geimpft, komplett durchgeimpft. Ja, ich noch nicht. Und dann darf ich wieder Sachen machen. Mhm. Und du? Ich brauche das nicht. Good for you. Ja, echt gut. Deswegen kannst du morgen auch arbeiten. Da muss ich jetzt ins Bett. Ja, ich muss nämlich auf jeden Fall auch mal ins Bett. Ja, klar. Weil ich muss. Das ist auch schon fast 11. Ja, wir haben, glaube ich, länger als jemals. The longest time. Ja, wir haben aber eine Stunde Technikprobleme gelöst und. Oh Gott, ja. Ich habe den Anfang schon wieder verdrängt gehabt. Aber dann lief ja alles. Genau, am Ende war das Ende, wenn und lange wert und endlich gut und überhaupt. Und hier, du hast einen Menschen, der das Buch auf die Wunschliste geschrieben hat. Sehr gut. Das ist tippitoppi. Wenn wir es nicht hätten, würden wir es jetzt kaufen, ne? Ja. Ja, Frogaffe hat es ja schon. Ja. Super. Ja, genau. Ist ein schönes Buch. Oh, Fockaffe wünscht sich. Du möchtest den Schwellhai. Ja. Muss ich mal gucken. Ob man das schicken kann. Den Schwellhai kann man. Ja, es ist die Frage: Hast du eine Vektorgrafik gemacht, damit man es großziehen kann? Ja, ist alles in Vektorgrafik. Kann man großziehen. Ah, die Frau Schnetzer. Das war klar. Gut, kompetent, clever. Charmant. Tada! Inga, okay, ja. Ich glaube, wir müssen jetzt auch. Ja. Ja, ich kann noch ein paar Lobhudeleien loslassen, aber auch beim nächsten Mal ist das noch möglich. Wunschtiere könnt ihr immer noch einreichen, auch Recherche-Wunschtiere. Ich habe ja beim letzten Mal die Seegurken vorgestellt, davor die Flamingos, wir hatten Mondfische und Orcas. Wenn ihr noch Tiere habt, die ihr genauer betrachtet haben wollt, könnt ihr gerne einreichen. Kommt dann beim nächsten Mal in der Recherchevariante. Könnt ihr auch jetzt später noch machen. Unser toller Nightbot hat gerade rausgehauen, wie unsere Website funktioniert, also wie die heißt, und da gibt es auch Kontaktmöglichkeiten.
Und wir haben Discord-Server. Wir müssen den Werbeblock, den André sonst immer macht, übernehmen, natürlich. Ja. Kommt alle auf unseren Discord-Server. Da verkündigen wir dann auch, wann wir den nächsten Termin machen. Vage wahrscheinlich innerhalb der nächsten 3 Wochen. Ziemlich sicher innerhalb der nächsten 3 Wochen. Wir wollten uns jetzt nicht festlegen. Oder es gibt da jetzt schon Neuigkeiten bei dir? Nein. Wir hatten nämlich was festgelegt, aber das wankte gerade. Ja, wir müssen das nochmal klären. Okay, das machen wir. Und dann steht überall alles in hoffentlich korrekt, damit ihr uns wiederfinden könnt. Und wir freuen uns auch beim nächsten Mal auf euch, die ihr so lange dabei wart und uns durch diverse technische, sportliche Problematiken begleitet habt. Aber hey, es war diesmal trotzdem besser als beim letzten Mal. Auch wenn es ein bisschen gedauert hat, aber... Ja, es wurde besser. Ja, ja, auch danke an Marius für die Technikarbeit. Marius ist immer noch da? Ja, Marius ist der die ganze Zeit den Technik-Shit im Hintergrund organisiert, Dilan. Wow. Er muss uns jetzt offline schalten. Er muss uns jetzt gleich offline schalten. Mhm. Ja, kannst du ihm mal Bescheid sagen? Ja, mache ich. Sehr cool. Weil wenn Marius das nicht weiß, werden wir nie offline sein und dann müssen wir jetzt die ganze Zeit weitermachen. Weil, who knows? Okay, ja. Dann sagen wir schon mal tschüss, gute Nacht. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ja. Und freuen uns auf alle, die wieder dabei dann sind. Genau, und wie gesagt, wenn ihr Fragen zu Meerestieren, Meeressachen habt, könnt ihr immer raushauen, könnt ihr uns immer anschreiben, dann reden wir da auch gern drüber. Und wenn ihr noch Ideen habt für Ingas Kartenspiel. Mit Meerestier-Thematik. Genau. Immer raus damit. Ja. Okay. Tschüss. Tschüss. Tschüss.